Jeden Fall gelevelt. Gerade für den nächsten Kampf ist der Hard Mode sehr wichtig. Und ich würde sagen, legen wir einfach mal los, Leute. Legen wir einfach mal los. Ich schaue mal ganz kurz, ob alles passt, ob überall der Post reingegangen ist. Ja, passt. Sehr schön. Okay. Heute Überlänge. Was spielen wir? Digimon? Dachte Hello Kittys großes Inselabenteuer. Können wir auch machen. Ja, dann würde ich sagen, schalten wir Digimon mal eben aus und spielen Hello Kittys großes Inselabenteuer. Klingt spannender. Machen wir jetzt. So, Empfang. Ja, Tatsu, ich hab dir schon zurückgeschrieben. Peppa Pig, das könnten wir auch mal streamen. Legit, warum nicht? Wäre auf jeden Fall super funny. Diese bedrückende Stille im Spiel macht mich hibbelig. Naja, warten wir mal ab, Leute. Wir gehen jetzt als allererstes mal nach. Wir müssen nach. Ich glaube, Aki. Was? Ha Akihabara? Ich will sicher gehen. Einmal mit Profis. Ich will nur sicher gehen. Nicht, dass ich jetzt zweimal irgendwo hin muss. Einmal kurz Digilab. Einmal Digilab. Und zurück. Still a better story than Skyrim? Natürlich. Easy breezy lemon squeezy. Oh, Black Gatomon hat jetzt Mastemon, Slipemon, Jessmon, Leviamon, Metal Tidramon. Oh, das ist doch schon mal ganz nice. Das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Du kommst voran. So, huch, so ein trauriges Gesicht. Hast du dich verlaufen? Ja, Akihabara, es war richtig. Und Drachenfeuer, du kommst gerade richtig. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du einschaltest. Wir machen jetzt gerade ein bisschen Hackers Memory. Finale, Leute, Finale. Storyfinale. Ganz großes Ding heute von 7 Stunden, falls wir so lange brauchen. Aber ich denke, wir kriegen die 7 Stunden voll. So ist es nicht. Und Shinjuku, Shibuya, Akihabara, so. Ich habe vorher gespeichert, hoffe ich. Ja, jetzt kommt nämlich erstmal eine Cutscene. Also eine von vielen Cutscenes, die noch kommen. Und Giorgio, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen hier. So, Nami darf gleich mal vorlesen. Ryuji, hör auf damit. Komm zurück zu Erika. Wo ist Hugo? Wenn ich Hugo töten kann, räche ich damit Chitose. Was Chitose zugestoßen ist, war nur seine Schuld. Er ist wach. So, Black Gatomon schreibt, dachte ich, nutze das, was du getan hast. Einfach laufen lassen, hier und da mal reinschauen. Ah, genau, natürlich. Alphos Widramon, sehr nice übrigens. Und ja, genau das ist der beste Weg, um die Digimon passiv zu leveln. Das lohnt sich. Ja, der erste Sub ist schon raus von 180. Ich habe diesen Monat einfach mal gedacht, komm Leute, machen wir mal 180 Subs als Ziel. Wir haben natürlich letztes Mal 300 erreicht. Das will ich jetzt aber jetzt nicht so. Ich wollte nicht direkt auf 200 gehen oder so, weil wir diesen Monat ja auch viel anderes spielen werden als jetzt Digimon. Und ich dachte mir einfach, ja, kann man auf jeden Fall machen. Dann ja, kann man mal gucken, ob wir das Ziel auch ohne Main-Projekt Digimon erreichen können. Aber wir werden trotzdem hier und da diesen Monat Digimon World Next Order spielen, weil ihr so stark danach gefragt habt. Sehr viele Leute haben gesagt, komm, kannst du nicht ein bisschen Digimon World Next Order spielen? Deswegen wird es das diesen Monat auch mal häufiger zwischendrin geben. Glaubst du könntest mich so leicht reinlegen? Niemand hat sich je vom Eden-Syndrom erholt, das weiß doch jeder. Aber er ist der erste Fall in der Weltgeschichte? Du hältst mich wohl für blöd. Es stimmt, Erika hat einen Verschlinger benutzt, um das hinzukriegen. Und ach ja, genau, geflasht. Ich habe es zwar gerade schon geschrieben, aber auch nochmal von mir gute Besserung, ne? Vielleicht wäre es doch schlau, wenn du dich hinlegst oder so, ne? Oder zumindest im Liegen zuschaust oder so. Bist du morgen auch dabei, Ragnar, um 21 Uhr, wenn ich Stardew Valley mache? Genau.
Genau, morgen Stardew Valley 21 Uhr. Giorgio schreibt, ist ein kurzfristiges Replay von Cyber Sleuth eigentlich empfehlenswert für Hackers Memory? Sleuth ist bei mir wieder ein paar Jahre her. Brauchst du nicht zwingend machen. Das Spiel ist sehr eigenständig. Nur die größten Schlüsselpunkte oder Schlüsselmomente, die in Cyber Sleuth vorgekommen sind, kommen auch tatsächlich in Hackers Memory vor. Das heißt, nur einige wenige große Momente, die du bestimmt nicht vergessen hast. Ich sag's mal so. Erzähl mir nichts von Erika! Ja gut, das stimmt allerdings, Geflashen. Also das kenne ich, wenn man krank ist und man die ganze Zeit nur rumliegt, dann wird man irgendwann einfach wahnsinnig davon. Was Besseres konntest du dir nicht aus der Nase ziehen, um mich aufzuhalten? Hat Hugo dich dazu angestiftet? Hast du mich verraten? Ich vernichte jeden, der mir meine Freunde nimmt, wer es auch sein mag. Und da schließt auch Freunde ein, die mich verraten. Bist du genau wie Sanada? Willst du mir mein Zuhause wegnehmen? Genau, ja, also das Spiel nimmt nochmal ein bisschen die Events auf von Cyber Sleuth, ist aber eine komplett eigene Story, die parallel zueinander läuft. Also die Events von Cyber Sleuth passieren auch hier, aber der Fokus ist auf anderen Dingen, die du halt einfach mit dem Hacker-Team Hoodie machst. Ja, siehst du mal, Black Gartemon, das ist doch schön. Das freut mich, dass es auch deinem Sohn gefällt. Dann stirbst du als Erster. Also nicht dein Sohn jetzt, ne? Sondern natürlich der Protagonist hier im Spiel. So, wir müssen gegen Arkadimon kämpfen. Arkadimon Ultra ist das Level Ultra. So, schauen wir mal. Erstmal was trinken und jetzt kann er hier auch direkt reinhauen. Bantio-Klinge! Let's go! Eine sehr geile Animation auf jeden Fall. Zieht auch übel viel ab. Ist auf jeden Fall sehr stabil unterwegs, die ganze Geschichte hier. Himmelsklinge! Auch direkt ein neuer Move mit Himmelsklinge. Wie man einfach die scheiß Eiswürfel hört. Sorry, Leute. Kennt ihr das, wenn das Getränk schon längst leer ist und die Eiswürfel immer noch vollständig so Klotze sind, weil man einfach zu gierig getrunken hat? Genau das habe ich gerade. Ich werde gleich Wasser zu trinken haben. Texturfeld, ja, das ist natürlich jetzt bitter. Ich weiß nicht, ob wir eine Heilung gegen Textur haben. Wir haben leider kein Multiheilung DX, das ist jetzt schlecht. Aber wir können ja schon mal King Arthur ready machen mit Rocky. Mit Rocky! Und Himmelsklinge, direkt geht's weiter hier. Ja, da hielt er erstmal seinen Digimon. Oh, der 31er. Ja, das stimmt schon, da hast du allerdings recht, Geflashen. Da hast du allerdings recht. Aber ja, kühlt halt das Getränk, ne? Wie man dieses scheiß Eiswürfel hört, sorry, Leute. So. Multiheilung, auf wessen der nächste? Rocky ist der nächste, ne? Rocky ist als nächstes dran. Verschwinde heißt der Angriff. Schauen wir mal. Angriffsladung. Bantio-Klinge. Let's go. Jetzt hoffen, dass er nicht gleich schon wieder Texturschlag macht. Und Zero Master, ich weiß nicht, ob ich dich schon begrüße, aber herzlich willkommen. Zero Master schreibt, oh, ich liebe Arkadimon, auch wenn mir die finale Form vom Aussehen her nicht gefällt, aber leider ist es verdammt stark, weshalb ich es im Endgame immer dabei hatte, sowie, ja, das werde ich jetzt nicht vorlesen, das ist schon fast ein Spoiler. Aber genau, ich finde die finale Form am besten, das Super Ultimate Level, also das, Ultimativ-Level, Level 7, feiere ich am meisten von Arkadimon, muss ich sagen. Finde ich irgendwie mega nice. So, ist auch eins meiner Lieblings-Digimon, muss ich dazu sagen. Wir sind auf jeden Fall damage-technisch gut unterwegs. Houdinimon einfach. Bantio-Klinge. Das sollte auf jeden Fall kein schweres Matchup sein gerade.
Lebensentzug? Ah, oh, jetzt kommt er mit sowas. Hielt sich jetzt aber nicht so viel. Spoiler, ja, könnte man auch als Spoiler sehen, natürlich. Machtsturm 3. Ah, Rocky ist tot. Ich versuche trotzdem einfach so drauf zu halten. Vielleicht schaffen wir es ja, ohne uns zu heilen. Ah, Pixel Matrix, da geht's wieder los. Pixel Matrix, das wird jetzt sehr wehtun. Ja, habe ich mir gedacht. Und nochmal Pixel Matrix. Könnte sein, dass die drei jetzt down sind. Ja, aber wir haben natürlich noch welche auf der Rückbank. Genau, und die werden jetzt, glaube ich, einfach den Rest machen. Hoffen wir es. Ah, hat sich aber auch gut geheilt wieder. Das heißt, vielleicht sollten wir die Rückbank wiederbeleben. Einzeln. Und zwar erstmal King Arthur zurück. Maxxisi schreibt, ich will endlich mein Vital Bracelet. Ich hasse es, wenn ein Paketlieferant eine Zeit reinschreibt, aber diese nicht einhält. Ja, finde ich auch. Also, das ist mir auch schon relativ häufig passiert und das finde ich halt einfach frech, ne? Kannst ja einen Super Mario Fußball Liga Stream am Freitag machen mit Zuschauer. Kommt es am Freitag raus? Wenn ja, mache ich das übrigens gerne. Weil das Spiel wollte ich unbedingt mal streamen. Habe ich mega Bock drauf. So, Rocky ist auch einmal fit gemacht. Und hier werden wir tatsächlich erstmal einmal attacken. Pixel Matrix schon wieder. Ja, Pixel Matrix ist halt wirklich räudig, weil er sich halt echt voll hielt damit. Er ist halt so dreist. King Arthur, Rocky und Brusa machen wir jetzt mal. Mal gucken, wie schnell wir ihn down kriegen mit seiner scheiß Pixel Matrix. Ist halt schon nicht ohne. So, jetzt machen wir hier erstmal einmal einen Full Heal. Sicher ist sicher. Oder ein fast Full Heal. Macht er wieder verschwinde. Und jetzt müssen wir aber alles ganz gut timen hier. Muss so ohne Einlagen den Dienstag überstehen. Boah, das klingt sehr räudig. Da hätte ich mega keinen Bock drauf. Da wäre mir das Essen fast lieber. Aber ich weiß es genau, wie es ist, in so einer Situation zu sein einfach. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Digimon. Chaosmon. Vor allem Valdor-Arm. Ist sehr cool, finde ich. Himmelsklinge, komm. Jetzt ziehen wir hier mal richtig durch. Was soll das denn hier? Das gibt... Ja, dir bitte nicht. Angriffsladung. So, dann machen wir mal das hier. Aurora Blaster. Boah, das zieht noch richtig mehr ab. Das war ja jetzt richtig wild. Höllenzerstörer. Und wir sind ja gut gewappnet eigentlich gerade noch. Lebensentzug. Es kann sein, dass wir jetzt richtig durchziehen können. Das schauen wir gleich mal. Es kann sein, dass es das jetzt gewesen ist für unseren Gegner. So, und Gigaschlag. Let's go. Jetzt haben wir hier noch, und dann machen wir hier nochmal Aurora Blaster. Das war ja nicht schlecht, muss man schon mal sagen. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Und down geht der Peter, Leute. Wir haben auf jeden Fall Arcadimon auf dem Level Ultra bezwungen. Boah, wie dämlich das aussieht mit dem Leomon-Kopf. Mit der Klinge aus dem Mund. Das sieht sehr, sehr strange aus. Erstmal den guten Hohes-C-Saft trinken. Ja, das ist doch gut. Ja, Chaosmon feiere ich, Mastermon feiere ich auch. Sind sehr coole Digimon. Oh je, Arcadimon nimmt Ryuji mit und flüchtet. So, jetzt gibt's gleich wieder was zu synchronisieren, nehme ich an, gerade bei Wormon. Er will mehr Digimon verschlingen, um seine Macht wieder zu erlangen. Wir müssen hinterher. Lass dich nicht runterziehen. Ryuji würde uns niemals wirklich wehtun. Der Einfluss des Arcadimon ist offenbar stärker geworden. Das muss der Grund sein. Das glaube ich nicht. Wer ist es? Arata. Oh, mit seinem Ether-Arm. Ach du Schreck. Richtig. Und der anonyme Held ist schon wieder am Start. Der anonyme Held mit der Maske von VW Vendetta haut einen Sub raus. Ehre geht auf jeden Fall raus an dich, anonymer Held. Ich danke dir vielmals. Und ja, da haben wir schon mal den zweiten Sub des Monats zusammen. Krass, geht ja direkt ab hier.
Digimon und Menschen beeinflussen einander durch gute Gefühle wie durch schlechte. Wird ein Mensch von finsteren Gedanken heimgesucht, wird die Macht des Digimon verzerrt und beeinträchtigt dann den Menschen. Ich habe diesen Teufelskreis zwischen Mensch und Digimon schon viele Male gesehen. Ryujis Absichten sind also seine eigenen. Hm? Oh, das hier? Ich erspare euch die Details, aber ich fand, dass es Zeit wird für eine leichte Verbesserung. Apropos, ich hatte mich aufgewärmt und einen Verschlinger verschlungen, aber dann sah ich euch. Du kannst Verschlinger essen? Nun, es ist viel passiert. Das glaube ich auch. Ich glaube, ihr könntet meine Hilfe gebrauchen. Ja, ich finde es auch schade, dass Arcadimon nie im Anime vorkam. Aber Arcadimon hat ja immerhin im Manga Digimon V-Tamer Zero One auf jeden Fall, oder Digimon Adventure V-Tamer Zero One, nennen, ja, die Hauptrolle des Antagonisten neben Daemon. Und ja, ist auf jeden Fall, ja, eins meiner Lieblings-Digimon. Kommt ja auch daher, wurde ja auch dafür erfunden ursprünglich. So, ich glaube, ihr könntet meine Hilfe gebrauchen. Ich beobachte euch seit einer Weile. Ihr könnt es nicht allein mit Ryuji aufnehmen, richtig? Man sieht es mir zwar nicht an, aber ich bin ziemlich mächtig. Es geht nichts über einen echten Kampf, um Macken auszubügeln. Und Snowwolf, schön, dass du einschaltest. Du kommst gerade richtig. So, und ihr habt gehört, was Ryuji vorhat. Er ist genau wie ich. Sein Problem ist, dass er mit seiner Vergangenheit nicht klarkommt. Darum müssen wir der Sache ein Ende machen, und zwar sofort. Dann ist es beschlossen. Ja, dann let's go. Bist du sicher, dass wir ihm über den Weg trauen können? Ich habe so etwas noch nie in der digitalen Welt gesehen. Ja, finde ich auch sehr creepy, muss ich sagen. Keine Sorge, ich verschlinge keine Menschen. Was Digimon angeht, kann ich aber nichts versprechen. Oh nein! War nur ein Scherz. Gehen wir. Wir dürfen ihm keine Pause gönnen. Versteck mich hinter dir. So sieht's aus. Ja, Arata ist ein Edgelord. Ja, da ist es auf jeden Fall noch eine Zeit hin, geflashen. Du hast bis jetzt alle anderen Bänder, ne? Du hast gesagt, die Yu-Gi-Oh! Massivbänder, die hast du dir bis jetzt alle geholt, oder? So sieht's aus. Arata ist einfach, ist auch mein Favorite Character in dem Spiel tatsächlich, also im Grundspiel Cyber Sleuth. Ich feiere aber auch Yuko. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wir müssen hier erstmal Hochsicherheit anschalten. Und hier gibt es auch den Victory übrigens. Und wir brauchen Beschleunigung. Victory, Victory. Genau, so sieht's aus. Ja, also die Yu-Gi-Oh! Manga-Reihe, da kann ich dir komplett zustimmen. Die ist halt auch 10-mal geiler als der Yu-Gi-Oh! Anime. Also ich habe beim Yu-Gi-Oh! Der Yu-Gi-Oh! Manga war ja auch irgendwo mein Ersteinstieg in das Ganze neben dem Card Game. Und oder sogar davor habe ich das mal gesehen, aber nie so wirklich wahrgenommen. Und der Digimon Manga, davon habe ich ja auch einige Bänder vom Original, also die Erstauflage da damals. Und habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Kann ich auch ans Herz legen. Also wer Yu-Gi-Oh! Sowieso schon mag, das ist ein großes Upgrade. Einfach den Manga gönnen. Oh, das ist natürlich mega nice. Also du meinst jetzt die ganze Old Story, ne? Diese ganze Story, die sich im Anime Yu-Gi-Oh! Season Zero nennt oder so, ne? Die Japan-only war. Den Victory Uchida habe ich bisher einmal richtig in einem Interview zu einem Jubiläum von Dragon Ball gesehen. Krass, ich habe den noch nie gesehen. Aber ich weiß, dass es den gibt. Das ist ja sowas wie ein Maskottchen von denen. Ja, genau. Ja, da sieht man das auch mit den Spielen. Das erklärt auch dieses ganze König der Spiele mehr. Es geht ja bei ihm nicht nur um die Card Games oder so eigentlich, sondern der macht ja ziemlich makabere Spiele mit schlechten Leuten, die anderen Leuten nicht gut wollen, ne? So, und Blade the Kid, herzlich willkommen bei uns im Stream. Schön, dass du einschaltest und freut mich, dass du da bist. Willkommen bei uns in der Community. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du schreibst. Wir heißen dich hier immer herzlich willkommen. Hier ist jeder, der hier ein bisschen Digimon-Action möchte oder so, herzlich willkommen. Mindbreak obendrauf. Ja, so sieht's aus. Nice, Zero Master. Biomon ist auch an sich ein cooles Classic-Digimon, finde ich. Ja, allerdings geflashen, ja. Das stimmt. Und der Manga ist halt schon heftig. Also das ist so ähnlich wie der Pokémon-Manga, der auch viel heftiger ist als die Pokémon-Spiele oder der Anime. Und das feiere ich einfach.
Hallo, ich bin Blade the Kid und ich bin Digi-süchtig. Hallo, Blade the Kid. Wir heißen dich herzlich willkommen in unserer Runde. Wir sind auch alle Digimon-süchtig. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Sehr nice auf jeden Fall. Gefällt mir. Gleich sympathisch hier am Start. Direkt sympathisch. Auf jeden Fall herzlich willkommen. Ja, direkt sympathisch. Mega gut. So, dann schauen wir mal. Wir haben uns jetzt geheilt, oder? Ja, haben wir. Erstmal speichern. Und Moa Moa ist auch wieder am Start. Oder nee, du bist sogar First-Time-Chat. Heißt, bist du das erste Mal hier. Ich könnte schwören, dass ich deinen Namen schon mal gelesen habe. Ich heiße dich auf jeden Fall herzlich willkommen. Und Ehre geht auf jeden Fall raus an dich. Dankeschön für die 100 Bits. Dankeschön für deinen Support. Der Support ist direkt da. Ich bin zurück und die Leute sind direkt wieder am Supporten. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Genau geflashen. Das muss man auch dazu sagen. Ja, also man muss wirklich sagen, der Manga ist schon von Yu-Gi-Oh! Echt nicht schlecht. Ja, das ist auf jeden Fall sehr weit oben auf meiner To-Do-Liste, Black Gatomon. Ich will im Prinzip nur die Main-Story durchspielen von Hackers Memory, damit ich anfangen kann, auf solche Sachen einzugehen, wie zum Beispiel halt die ganzen Endgame-Sachen, Videos, dies, das. Ach stimmt, Twitch, das ist das Ding, Blade the Kid. Ich habe das vergessen anzupassen. Ich habe das überall anders in Social Media gepostet. Ich muss das echt, bei Twitch hätte ich das anpassen sollen. Ich habe das überall anders gepostet, aber ich habe jetzt nicht an Twitch gedacht gehabt. Ich bin gestern Abend erst wieder zurückgekommen und ich war ein paar Tage weg. Und ja, ich habe gedacht, machen wir heute mal einen Langstream. Es geht von 17 Uhr bis 0 Uhr heute. Wir ballern heute die Story durch. Leider vergessen. Ja, kein Problem, Blade the Kid. Alles gut, das ist mein Fehler. Aber ich denke, in der ersten Stunde wird nicht so viel passieren. Dann kommen die Leute um 18 Uhr und fragen sich, hey, was ist denn hier los? Wieso hat der einfach ohne uns angefangen? Die klauen unsere Streamzeit. So, dann schauen wir mal. Hochsicherheit nochmal anschalten. Zero Master sagt, welche ist eigentlich deine Lieblings-DNA-Digitation? Ich glaube, meine Lieblings-DNA-Digitation ist einfach Skull Satamon. Glaube ich tatsächlich. Weil Skull Satamon ist die DNA-Digitation von, also im Manga, von Ogremon und von Devimon, soweit ich weiß. Und das ist ein extrem cooles Digimon irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das. Von Neo Cyber, der hat diese DNA-Digitation durchgeführt. Sie klauen unsere Jobs, da hat es einer erkannt. Ist doch gar kein Problem, Blade the Kid. Deswegen gibt's alles auf YouTube. Also alles, was Story hat bei mir oder alles, was Lore-Videos betrifft etc., das gibt's für alle Zeit auf YouTube. Das wird nicht weggemacht. Nur wenn es irgendwann mal ersetzt wird durch eine bessere Version, dann wird die alte Version irgendwann mal weggemacht. Aber grundsätzlich wird es immer Content geben, den du dir angucken kannst. Es wird nichts einfach verschwinden, wenn es in meiner Macht steht zumindest. Da kann man sich alles in Ruhe nacheinander angucken. Oha, ein Dominanzkampf. Oder auch nicht? Doch kein Dominanzkampf? Wenn du ein Gespräch willst, musst du eine Nummer ziehen bei Ragnar. So sieht's aus. Nee, Ragnar ist, glaube ich, gerade beschäftigt, so wie es wirkt. So, schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, was ich mache. Keinstens. Keinstens, Leute. Wir laufen die ganze Zeit irgendwie im Kreis. Wie seltsam. Ist es dir nicht aufgefallen? Wir kommen immer wieder an den gleichen Ort zurück. Es ist, als ob uns etwas davon abhält, weiterzukommen. Verstehe. Irgendwo macht sich jemand an den Gebietsdaten zu schaffen und verzerrt das ganze Gebiet. Wir sind nicht im Cyberspace, also hat die Person nicht voll die völlige Kontrolle, aber es genügt, um uns aufzuhalten. Da fällt mir nur eine Person ein. Ryoji. Ah, das war Wormons Text. Genau. Er greift wohl irgendwo im Cyberspace auf diesen Ort zu. Eine Idee für eine Umfrage. Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Arc. Königreich der Duellanten, Battle City, Orikalkos, Capsule Monster. Für die Memes, lul. Oder Final Arc. Könnten wir tatsächlich machen. Also wenn Ragnar nachher wieder auftaucht, kannst du ihn mal anhauen. Das wäre eigentlich eine ganz lustige Umfrage. Ich glaube, es gibt hier viele Leute, die auch Yu-Gi-Oh!-Fans sind. Wahrscheinlich, weil hier die digitale Verschiebung stattfand. Jetzt liegt es an uns.
Von allen bösen Digimon in den Anime und Mangas, welches ist dein Lieblings? Tatsächlich ist es Arcadimon. Ich bin ein ganz großer Fan von Arcadimon, aber storytechnisch finde ich Lucemon aus Frontier besser. Also Lucemon hat halt den interessanteren Auftritt. Arcadimon ist eindrucksvoller, finde ich, und Lucemon wirkt halt, ja, einfach mächtiger im Sinne von der ganze Aufbau, wie Lucemon in Frontier dargestellt wird. Genau, Ragnar, könntest du eine Umfrage machen? Geflashen hat da so einen Vorschlag gemacht für Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Arc. Ja, das ist super lieb von dir, Ragnar. So, revanchieren wir uns. Du weißt, was ich meine, nicht wahr? Ach so, da gab es eine Umfrage. Das habe ich jetzt auch nicht gelesen. Ja, wir machen ja mittlerweile keine Umfragen mehr. So, also nicht mehr mit 4 Points. Nicht mehr regelmäßig. Aber Geflashen hatte gefragt und ich dachte, warum nicht? Kann man doch machen. Und wie werden wir die Points los? Wie werden wir die Points los? Wie meinst du das? Ja, die sind ja voll viel. Die Points, die Leute haben? So, Digimon kostet demnächst 100.000. Nö, die Digimon-Kosten sind doch hoch genug, das passt schon. So, Blade the Kid schreibt, ja, hab ich mir schon angeguckt, finde es voll schade, dass die Virus, also zum Beispiel die Ex-Antibodies und die Death-Ex-Digimon nicht im Game sind. Das finde ich auch super schade. Absolut verschenktes Potenzial, aber das war ja noch zu einer Zeit, wo die Digimon-Fans nicht so richtig über die exotischeren Digimon aufgeklärt waren. Es gibt jetzt immer mehr Leute, die natürlich gerade auch im deutschsprachigen Raum, wenn die meine Videos sehen, über Dinge aufgeklärt werden, die sie nicht kannten. Das wird oft in meinen Kommentaren geschrieben, dass viele Leute dann sagen, hey cool, die und die sind mega nice, warum kommen die nicht in Spielen vor? Und je größer die Nachfrage wird zu diesen exotischen Digimon, wie Death X oder X Antibody oder sei es Olympus 12 und so weiter und so fort, je häufiger werden diese Digimon auch vorkommen. Ist aber so geflasht. Nee, also 100.000 ist ein bisschen too much. Und Exantos, schön, dass du einschaltest. Das Gebiet hacken und rückgängig machen. Genau, wie ich sehe, war Chitose dir ein guter Lehrer. Wenn wir seinen Cyberspace betreten, wird es zum Kampf kommen. Also gut, los geht's. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, dominanzkampftechnisch gegen Ryuji kämpfen, ne? Kamen die nicht auch später als das Game raus? Nein, also tatsächlich die Death X und X Antibody Versionen sind schon super alt. Also die gibt es schon eigentlich relativ lange. Aber das ist tatsächlich so, dass die Digimon einfach super selten genutzt werden, da sie sich denken, dass es verschenkte Ressourcen sind, da die meisten sie nicht kennen, die meisten kein Interesse daran haben. Und dass deswegen einfach sie sich sagen, oh, lieber die Ressourcen in die bekannteren Digimon stecken. Je bekannter die exotischeren Digimon werden, desto besser werden die dann auch in Spielen verarbeitet, vermute ich. Wer hat Capsule Monster einfach gewählt? Ja, da musst du dir noch Gedanken machen, Black Gatomon. Da ist ja noch Zeit, denke ich mal. Ja, Zero Master, mir geht es ähnlich. Mit Yu-Gi-Oh! Habe ich auch eben mehr oder weniger abgeschlossen. Ich habe früher auch immer wie du an Turnieren teilgenommen. Hoch bis zu Synchro, das war mein letztes Deck. Ich bin mit Legend of the Blue Eyes White Dragon aufgewachsen, also als noch Beatdown King war. Und habe alle möglichen Deckformate mitgenommen, von Anfang bis zu Synchro. Und Synchro war das letzte, was ich aktiv gespielt habe an einem Turnier. So. Wie soll man was nicht kennen, was nicht beworben wird? Richtig, deswegen bin ich ja jetzt da und deswegen mache ich euch jetzt Stimmung mit den Digimon-Videos. Ich zeige euch, was es gibt. Vielleicht habt ihr dann mehr Bock drauf und vielleicht sagt Bandai dann, guck mal, die Leute haben Bock drauf, schau dir mal die Views an. Die sind doch nicht schlecht, das sollten wir mal ins Spiel bringen. Das wäre doch wunderbar. Und Exantos, Ehre geht raus an dich. Dankeschön für 3 verschenkte Subs. Exantos gönnt direkt. Vor allem an Neulinge, wie ich sehe. Ist vielleicht mit random, glaube ich, ausgewählt, aber es sind trotzdem Neulinge. Und da muss man schon mal den Hype in den Chat hauen. Also wirklich, man muss dazu sagen, diese Community ist was ganz Besonderes. Denn wir unterstützen uns gegenseitig und diese Zuschauer, die gönnen auch mal den anderen Zuschauern hier wirklich viele Subs. Die gönnen, was das Zeug hält. Die sind sehr spendabel und die wissen auf jeden Fall, ja, sich gegenseitig zu helfen. Da muss man wirklich sagen, das ist eine besonders wohlgesinnte, toxisch-freie Community. Das Pushen der Emotes durch die Hype-Aufrufe. So sieht's aus. Und Moa haut auch raus. 3 geschenkte Subs von Moa. Ehre geht raus an dich. Dankeschön.
Super lieb, komm. Leute, jetzt machen wir mal hier einen Hype in Chat rein. Jetzt kommt jetzt mal hier ein Hype in Chat. Der Hype ist real, Leute. Für Moamoa und Exanthus. Der anonyme Held und auch für Geflashen der Freundin Sub rausgehauen hat. Leute, es ist real. Der Hype ist real. Ja, Hype Command gibt's noch nicht. Kann ich euch erklären, warum? Würde nicht funktionieren. Da braucht mein Stream Elements Bot tatsächlich einen Sub. Wenn er einen Sub hat, dann könnte ich den Command anschalten, ansonsten nicht. Richtig dämlich. So. Vielleicht überlege ich mir, dass ich dann immer jeden Monat meinem Bot einen Sub gebe, damit ihr den Hype-Command nutzen könnt. Aber, ja. Aber wir haben doch den Hype-Smiley. Das ist doch eigentlich gut. Das ist richtig. Ja, das ist aber dann automatisches Posten vom Hype-Smiley. In so einer, also mehrere in einer Reihe. Darum geht's. Ja, ist so, Blade the Kid. Wünscht dir eine S-Klasse und ohne Führerschein? Ja, perfekt. Das gönnen wir dir sofort. Kappa. Und yo, Geflashen haut raus. Ehre geht raus an dich, Geflashen. Dankeschön für deinen verschenkten Sub an den Bot. Das heißt, es wird Zeit, den Hype-Command anzuschalten. Das mache ich nicht jetzt. Genau, weil da müsste ich jetzt halt gucken, was abgeht mit dem Hype-Command. Oder warte, wisst ihr was, Leute? Wir streamen ja heute sowieso lange. Wir machen das jetzt einfach so, wir schalten den jetzt an. Dann können wir für Geflashen, dass er uns den Command gegönnt hat, gleich den Hype reinmachen. Ich sag euch Bescheid. Ich hoffe, man sieht das jetzt nicht im Stream. Nee. Sehr schön. Ich sag euch gleich Bescheid. Ich schalte den Command jetzt einfach an. Scheiß drauf. Klar, gehen jetzt ein paar Minuten drauf, aber das ist es mir jetzt wert. Wenn sowas schon gegönnt wird, dann muss man das auch direkt einschalten. Und, oh mein Gott, als ob der anonyme Held 5 Subs raushaut. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen Support. Mega der Kranke wieder hier unterwegs. Super lieb von dir. So, Chat-Commands. Custom-Commands. So muss ich es nur noch finden. Hype. Lass mal testen. Ist der jetzt an? Irgendwie funktioniert es nicht. Warum kann der Bot den Hype nicht durchziehen? Und, wie gesagt, Ehre geht raus an dich. Anonymous Gifter am Stizzly. Warum klappt das nicht? Müsste der nicht normalerweise jetzt Zugriff auf die Emotes haben? Weil ich Doppelpunkt habe. Was muss ich normalerweise machen? Einfach die Doppelpunkte weglassen. Reicht das? Warte mal. Einfach die Doppelpunkte weglassen. Ich probier's mal. Moment. Probier's mal. Ob das klappt? Stimmt, hier ist es ohne Doppelpunkt, ne? Ich schreibe selber nicht so oft in meinem Chat, ich weiß es nicht. So, dann probieren wir nochmal. Ich müsste es geändert haben, oder? Ja, den Belias Victory nimmt er auch noch nicht an. Heißt der anders? Leute, jetzt kann ich meine eigenen Emotes nicht schreiben. Was ist denn hier los? Belias Victory. Da kommt noch eine 1 dazwischen. Lul, okay. Aber habe ich doch. Belias 1 Victory. Wieder einmal mit Profis. Einmal mit Profis, Leute. Hat das gut geklappt. Wegen dem großen V, Mann, ist der Bot pingelig. Ist der Bot pingelig? Ja, okay, dann einmal mit Profis, Leute. Einmal mit Profis, meine Freunde. Hype ist klein, der funktioniert und der andere nicht. Okay, alles klar. Nochmal, Test. Test, Test. Der eine am Ende funktioniert immer noch nicht. Okay. Was habe ich da jetzt falsch geschrieben? Das Hype muss groß. Okay, alles klar. Okay. Jetzt passt's aber. Ja, der Command war ja schon vorher drinne. Den habe ich ja jetzt nicht gerade eingegeben oder so. Der war schon vorher drinne. Und den habe ich jetzt nur noch ausgeführt. So, jetzt müsste es aber passen, oder? Am Stizzly. Genau, den habe ich ja gerade nicht geschrieben. Der war am Start. Einfach Ausrufezeichen Hype. Dann kommt der Hype-Command. Das ist jetzt der Hype-Command hier. Einmal mit Profis, live hier gefailt und oben läuft Hype Train Level 4 ist am Start. Leute, wenn ihr jetzt noch irgendwie die Emotes vom Hype Train abkassieren wollt, wenn ihr die jetzt noch haben wollt, dann müsst ihr jetzt
Subs raus, also ein Sub raushauen oder 100 Bits Cheer, wie ihr möchtet. Also irgendwas cheeren oder ein Sub raushauen, Subgift reicht, um da dran teilzunehmen. Und man muss nur dran teilnehmen, um den Loot zu bekommen am Ende, ne? Ne, ich sag's euch nur, weil mir wurde nämlich jetzt schon öfters gesagt, ich krieg nie mit, wenn bei dir ein Hype Train ist. Mir wurde so oft gesagt, wann ist denn bei dir ein Hype Train? Ich krieg das nicht mit. Und dann wurde mir gesagt, ich muss ja mal gucken, dass ich da eine Grafik einblende, wenn der Hype Train am Start ist oder so. Und ja, dann machen wir das jetzt so. Ja, da solltest du auf jeden Fall nicht überstürzen, merkst du sie. Ich wollte sagen, Dings geht mir auch so. Ich esse gerade ein paar Kekse nebenbei. Ja, wunderbar, dann machen wir jetzt mal weiter. Ryuji hat sich ein paar Untertanen gegönnt, einfach random. Das wird immer angezeigt wegen dem Train. Ja, anscheinend nicht immer auf dem Handy. Also auf Smartphone nicht immer. Manchmal ja, manchmal nein oder so. Und es gab Leute, die haben das echt nicht mitgekriegt. Das heißt, ich werde mir in Zukunft irgendwas überlegen, wie wir das auch on-screen sehen können. Wie wir das im Stream quasi sehen können. Auf dem Handy sieht ja auch kein Mensch. Das ist richtig. Alles klar, Ragnar. Viel Spaß beim Lurken. Viel Spaß beim Twerken. Ich meine natürlich beim Lurken. Und yo, geflashen gönnt mit dem Sub an Bandai Namco Entertainment. Das kriegen die bestimmt mit. Und Exanthus haut auch noch raus. Wir haben es fast geschafft, fast Level 4 geschafft. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr voll. Exanthus haut nochmal 2 Subs raus. Dankeschön für deinen Support. Super lieb von dir. Weil es oberhalb vom Chat angezeigt wird. Aha. Ein sehr großer Teil meiner Zuschauer guckt über Smartphone, wird mir auch immer angezeigt. Aber Leute, ich danke euch vielmals. Wir haben den Hype Train Level 4 gemeistert. Hype Train Level 4 ist vollständig. Ne, Level 3. Nicht Level 4, aber Level 3 haben wir geschafft. Immerhin. So, Leute. Genau. Also in Zukunft werde ich mal gucken, dass wir irgendwann mal auch den Hype Train im Stream angezeigt kriegen. Ich denke vielleicht ab dem nächsten Projekt oder so. Denn Leute verpassen das dann, ärgern sich, dass sie das nicht bekommen haben. Wurde mir jetzt schon ein paar Mal gesagt und darauf sollte ich vielleicht achten. Ich habe die 3 falschen Digimon dabei, kann es sein? Angelo Merte, kann es sein? Aber ich kann nicht wechseln. Scheiße. Nice, Maxi, aber du hast jetzt noch nicht dein Vital Bracelet, ne? Und Mecha Stolos, schön, dass du einschaltest. Ja, du siehst da gerade Chaosmon. Das ist Rocky, benannt nach dem Hund von Cinnamon Roll. So sieht es aus, Leute. Wir haben einfach 17 Subs zusammengekriegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du schon, wann dein Bracelet ankommt, Maxi? So, schauen wir mal. Erstmal auf. Gehen wir erstmal auf Wisemon. Versuchen wir wegzuhauen. Dimcards. Ja, genau. Was sind Dimcards? Gerade gesehen. Dimcards sind solche kleinen Mini-USB-Sticks, die man. Also im Prinzip sowas wie USB-Sticks, die man an die Seite seiner Vital Bracelets reinmachen kann, um andere Digitationslines freizuschalten. Das heißt, da sind immer bestimmte Lines auf dieser Dimcard und dann kannst du davon eins heranzüchten in deinem, in deinem Bracelet. Boah, feels richtig bad, Maxi. Speichermedium, Speicherkarte, ja, aber USB-Stick, was schon, das passt schon. Genau, richtig, das ist für dieses Vital Bracelet, diese Digimon-Uhr aus Digimon Ghost Game. Das haben sich jetzt schon einige Leute geholt, unter anderem Nami und ich. Und ja, da gibt es diese DIM-Cards dazu, das schaltet ihr neue Digitation frei und so weiter und so fort. Also ganze Digitationslines mit Abzweigungen schaltet man da frei. So, jetzt müssen wir mal gucken, wen wir hier jetzt eins über den Ömmel ziehen. Wir haben ja gerade eigentlich gesehen, wer von denen sich heilt. Wahrscheinlich kommen sogar bald mal endlich Deutsche raus, ne? Ja, also im Moment sieht es so aus, dass welche nach Amerika kommen. Die nennen sich Vital Hero, werden aber relativ dasselbe sein. Und ja, die kommen auf jeden Fall
demnächst irgendwann raus und ich gehe davon aus, dass wir dann auch welche nach Europa bekommen. Also das ist schon... Gut, ob die dann auf Deutsch oder Englisch sind, wird man dann sehen. Das wird man sehen. Englisch. Aber Englisch würde ja auch schon reichen, seien wir mal ganz ehrlich, bei dem wenigen Text. Ja, weibliche Hero, da gibt es ja dieses Gerücht, dass die das vielleicht so nennen, weil die vorhaben quasi, ja, da mehr als nur Digimon reinzuballern. Noch andere Franchises dazu zu ballern, quasi. Das wäre eigentlich schlecht, finde ich. Gundam zum Beispiel ist auch auf der Liste. Gundam, Dragon Ball wäre eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Aber die werden auf jeden Fall andere Franchises da versuchen. Also die Vermutung ist, sie werden es nicht, das wissen wir nicht. Aber die Vermutung besteht, dass sie da noch weitere Franchises reinballern wollen. Und Moa Moa ist schon wieder am Gönnen. Moa Moa. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für 3 weitere verschenkte Subs. Dankeschön für deinen Support. Einfach 20 Subs schon am Start. Heute ist wieder richtig viel los. 20 Subs. Ich habe gerade erst angefangen zu streamen, Leute. Ihr seid doch die ehrenhafteste Community ever. Ja, finde ich auch, Ginger. Da bin ich absolut deiner Meinung, dass untermauert schon wieder die Digimon-Franchise. Da sieht schon wieder so aus wie, oh, guck mal, wir haben ein Erfolgsrezept. Lass das Erfolgsrezept nicht für Digimon nutzen, sondern für alles andere, was nicht Digimon ist. Was, also alle anderen Franchises, die bereits eine größere Fanbase haben, so auf der Art, wo du dir so denkst, das ist einfach schade. Das ist einfach schade. Aber ja, das Vital Bracelet ist ja, heißt ja in Japan auch nicht Digimon Vital Bracelet, sondern genauso auch wie in bei uns jetzt dann, heißt es Vital Bracelet Digital Monster. Genauso heißt das auch dann bei uns. Gute Frage, Geflaschen. Wenn es dir nicht so gut geht, am besten irgendwas, was ja wie eine Suppe ist oder so. Vielleicht Suppe ist immer gut, wenn man kränklich ist eigentlich. Oh mein Gott, Mega Stolos. Das kann natürlich sein, das weiß man nicht, das wird man sehen. Wäre auf jeden Fall wild. Sagen wir es mal so. Ach, Suppe hattest du schon. Na gut, also ein zweites Mal Suppe dann wäre natürlich etwas überzogen, klar. Dann brauchst du was anderes. Du brauchst auch ein bisschen Kraft auf jeden Fall. Na, das ja, ist auch ganz bisschen, wichtig. Ein bisschen Reis durch die Suppe ist tatsächlich manchmal ganz genau. Black Gatomon fragt, was kostet denn die Uhr und wo bekomme ich die? Die ist unterschiedlich teuer. Die gibt es noch nicht bei uns in Europa. Das heißt, du musst sie aus Japan importieren. Keine Sorge, die Texte sind auf Englisch. Und das heißt, man kann damit gut zurechtkommen. Also außer die Namen der verschiedenen Digimon ist alles auf Englisch. Also die Menütexte und so weiter sind auf Englisch. Also falls du krank bist, eine heiße Tasse würde ich dann nicht empfehlen, weil das ist ja voll mit Konservierungszeug und so. Also... Ja, haben lieber, wir aber auch schon gemacht. Also lieber was Frisches. Wäre besser eigentlich, ja. Genau, und nochmal jetzt wegen der Uhr. Wo bekommst du die? Die bekommst du in der Regel auf Amazon oder auf Amazon oder auf eBay. Für knappe 70 Euro musst du das schon rechnen. Kostet eigentlich weniger, aber weil es ein Import aus Japan ist, zahlst du leider diesen Aufpreis. Und ja, so sieht's aus. 70 Euro, Pi mal Daumen. Und dann kriegst du das auf jeden Fall importiert. Und die mussten das ja auch irgendwann aus Japan holen. Deswegen zahlst du dann natürlich auch nochmal. Und ja, so sieht's aus. eBay oder Amazon. Beste Quellen, Leute. Besser geht es eigentlich nicht beim Vital Bracelet. Mittlerweile auch eBay. Es gibt da 2 Versionen. Es gibt das Vital Bracelet und es gibt das Digivice V. Das ist das upgradete Vital Bracelet. Das würde ich euch empfehlen. Denn das hat... einige Upgrades, was die Funktion betrifft. Wir sitzen auch schon an dem Video für die Vital Bracelets, mehrere Videos dazu und werden dann auf jeden Fall da mal ein bisschen mehr drüber berichten, zeigen, wie das funktioniert, zeigen, wo man das herbekommt, was man damit alles machen kann und die Funktionen erklären. Welche Farben haben die denn dann? In der Regel das Armband, du kannst wechseln, also du kannst die abmachen, diese, das ist halt so eine schwarze Uhr mit so Gummiarmbändern, sag ich mal. Und diese Armbänder, die du, also diese Gummiarmbänder, die kannst du wechseln in der Regel. Die sind aber standardmäßig dunkelblau. Ja.
Man kann ja auch sich beide gönnen. Wenn man so ein richtiger Digimon-Fanatiker ist, kann man sich auch die alten Virtual Pets mal gönnen. So, ne? Und darüber werde ich auch dann irgendwann Videos machen. Also ein ganz, ganz großes Projekt, was bei mir ansteht, ist eine ganze Videoreihe zu machen über nur Virtual Pets. Und da werden wir verschiedene Bereiche aus den Virtual Pets besprechen. Und das werden wir mit Vital Bracelets anfangen, weil das Aktuelle ist. Und dann werden wir uns nach hinten arbeiten zu den ganzen alten Geräten, die man noch bekommen kann, die man nicht mehr bekommen kann, darüber reden und so weiter und so fort. Weil ich denke, Vital Bracelets ist auch gerade im deutschsprachigen Raum etwas, was noch nicht so viel besprochen worden ist und wo noch sehr viel Fragen im Raum stehen. Und da bietet sich das dann einfach an. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier mit Arata vielleicht mal was hier ausschalten können. Kann ja mal nicht angehen. Ich glaube, das wird noch eine Weile dauern bei ihm hier. Scherenschnitt. 50 Punkte müssen wir zusammenkriegen. Bedeutet, da gibt es auch noch Erweiterungen für. Für die Vital Bracelets gibt es noch diese DIM-Cards, wo du dann verschiedene Digitationsstufen oder Digitationswege freischalten kannst. So, jetzt greift er natürlich wieder Arata an. Wer hätte es gedacht? Hält aber ordentlich was aus. Cross-Counter. Wir müssen jetzt versuchen, wir müssen es versuchen, auch wenn er Cross-Counter auf sich hat, ihn platt zu machen. Boots down, get it a Peter. Kein Rückschlag mehr. Und Pac-Man, du kommst gerade richtig. Wir sind gerade gemeinsam mit Arata, mit Ita Arata, am Kämpfen gegen, gegen hier Ryuji und Leute, die er sich quasi unter den Nagel gerissen hat. Und zwar werden die von Arcadimon gesteuert. Ja, es wird definitiv Videos dazu geben. Da werde ich alles zu berichten. Wir werden mehrere Videos machen, wo wir jedes Detail der Vital Bracelets und der verschiedenen V-Pads einfach mal ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass die Nachfrage da groß ist. Und ja, das ist auch auf einmal ein interessantes Thema, sich darüber so ein bisschen zu erkunden und mal zwischendrin ein Video zu bringen. Nicht als Main-Thema oder so, aber so zwischendrin. Am besten gibst du Digivice V ein. Digivice V. Oder Vital Bracelet, also Vital Bracelet. Das ist das andere, was du da eingeben könntest. So, und ich werde jetzt hingehen und ich werde jetzt einmal noch den Punkt hier einnehmen. Jetzt brauchen wir theoretisch nur noch zwei Punkte, die wir einnehmen. Das heißt, in der Theorie müssen wir hier erstmal fighten. So. Ja, das Wormon ist storytechnisch dabei. Das habe ich nicht selber gelevelt. Fehlen nur noch die zwei Armor-Eier. Nice! Freut mich, dass du so vorangekommen bist. Wir werden heute den großen, langen Stream machen, wo wir hoffentlich die Main-Story durchgespielt kriegen heute. Das ist das Ziel heute. Und dann schauen wir einfach mal, ob wir das bewerkstelligt kriegen, Leute. Ich habe heute Morgen was voll Verrücktes gemacht. Was denn? Ich habe einfach so eine fette Mairübe, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine weiße Rübe halt, so eine große, habe ich genommen und geschält und die dann einfach am Stück gegessen. Ja, Mann, hast du mir jetzt... Ja, habe ich gesehen sogar. Wahnsinn, Wahnsinn, hätte ich nicht gemacht. Also, ist gesund, aber würde mir, glaube ich, nicht schmecken, die so roh zu essen am Stück. Auf dem deutschen Amazon gibt's aber zurzeit nur die Pulsmon Vital Bracelets. Die Gammamon muss man sich auf anderen Seiten holen. Ah, okay, weil ich bin dann natürlich nicht up to date, denn, ja, ich habe ja schon Vital Bracelet. Das klang irgendwie falsch. Und Toni, schön, dass du einschaltest. Guck mal, dein Digimon ist fertig. Dein Digimon ist fertig, genau richtig. Aber war es doch schon die ganze Zeit. Deins ist doch Duftmon. Hattest du nicht noch eins? Außer Duftmon? Doch, du hattest nur Duftmon. Das war die ganze Zeit schon fertig. Lul, stimmt, das hatte ich letztes Mal schon fertig. Fail. Und Smokey Joe, herzlich willkommen. Schön, dass du einschaltest. Wie war der Kurzurlaub? Wunderbar. Also wir waren bei Verwandten, wir haben Verwandte besucht und es war sehr angenehm, es war sehr entspannt. Auch wenn mir der Stream gefehlt hat, muss ich sagen. Aber wir haben einen netten Brettspielabend gemacht. Wir haben auch so Familientreffen gehabt und waren auch auf einem Geburtstag eingeladen. War auf jeden Fall sehr cool.
Ach richtig, Belfemon Rage Mode war das. Also habe ich mich doch nicht geirrt. Aber das ist noch nicht fertig. Das ist ja dann für PvP. Nein, stimmt nicht, Wormon. Halte durch, Bruder. Nein, Wormon ist gestorben. Ja, sie hat da... Jetzt weiß ich, was falsch klang. Ja, die Mairübe. Ein Hinterhalt gegen Arata. Mal gucken, ob wir das überleben. Und der anonyme Subgifter ist schon wieder am Eskalieren mit einem weiteren Sub. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen Support. Super lieb von dir. Anwender inspizieren. Wir machen jetzt erstmal hier einen Digimon platt. Putz. Jetzt hat er nur noch zwei. Kriegen wir wenigstens auch weniger Damage. Bei manchen ist es eigentlich schlau, sie auf einem Digimon zu halten, damit sie nicht sich nicht regenerieren. Beim Gönn dir Samstag, ist das korrekt? Ja, wir sind heute auf jeden Fall beim Gönn dir Samstag. Denn heute, muss man dazu sagen, geht der Stream bis 0 Uhr. Heute ist die Überlänge. Das letzte Mal haben ja ein paar Leute gesagt, kannst du nicht einen Stream mit Überlänge machen? Das wäre eigentlich ganz cool. Und ich habe mir gedacht, jo, das machen wir. Und das ist zum Beispiel heute. Wir machen aber auch noch mehrere Streams auf Überlänge. Als Dankeschön für die ganzen Subs. So, und jetzt müssten wir es geschafft haben, richtig? Genau, 50. Wir haben es geschafft. Down geht der Peter. Wir haben den Dominanzkampf hier hinter uns gebracht. Da gibt es schon wirklich krasse Dinger, Mecha-Stollos. Da stimme ich dir absolut zu. Ja, die haben wir auf jeden Fall aus dem Weg geräumt. Jetzt müssen wir uns jetzt müssen wir Ryujis Endlosschleife hacken und Smoky Joe, als ob du Wahnsinniger, jetzt 5 Subs raushaust. Smoky Joe schenkt 5 weitere Subgifts an die Zuschauer hier. Ehre geht raus an dich. Das ist ja super lieb von dir, Mann. Super lieb. Schön, dass du auf jeden Fall hier supportest. Einfach 5 weitere Subs. Genau, jetzt müssen wir hier wieder ein Hype raushauen. Ihr könnt auch Ausrufezeichen Hype machen. Das geht auch für den Hype. So sieht's aus. Ihr könnt das aber auch manuell machen, wenn ihr wollt, ne? Ganz klare Geschichte. Und Regenwolf, Dankeschön für dein Follow. Zwingo TK ist auch am Start. Ich hoffe, dass du einen schönen Urlaub hast. Und Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen 7. Monat Resub. Dankeschön für deinen Support. Super lieb von dir. Und Etherios schreibt hier gerade zum ersten Mal, deswegen heißen wir dich herzlich willkommen hier in unserem Stream. Schön, dass du zu uns gefunden hast, zur Community. Etherios schreibt, hi Billy, habe deine Streams oft auf deinem Stream-Archiv nachgeschaut. Bin leider meistens arbeiten, wenn du am Stream bist. Das freut mich sehr, dass wegen Leuten wie dir mein Stream-Archiv am Leben gehalten wird. Deswegen mache ich das auch gerne, weil es immer Leute gibt, die vielleicht einfach ein bisschen was nachschauen wollen. Die einfach schauen wollen, hey, was zockt der so? Wie kommt der so voran? Nämlich gar nicht, weil er die ganze Zeit quatscht. Nee, aber freut mich auf jeden Fall super, super lieb von dir, dass du hier einschaltest und immer meine Streams auf dem Streamarchiv guckst. Und ja, herzlich willkommen in der Community. Vielleicht findest du ja ab und zu Zeit, schaust hier rein. Hier sind immer alle herzlich willkommen. Wir freuen uns immer, wenn ihr hier am Start seid. Und Ehre geht erstmal raus an dich, Etherios. Dankeschön für dein Follow. Und jetzt, oh mein Gott, als ob. Der Twingo TK gönnt wieder mit 5 verschenkten Subs. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen Support. Da muss aber direkt wieder der Hype ran. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Oh mein Gott, als ob. Was passiert hier? Holy shit. Holy shit. Das müssen wir jetzt alles erstmal durchlaufen lassen. Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn hier los, Leute, heute? Was ist denn hier los? Twinko TK mit 5 Subs. Das müssen wir, ich glaube, wir müssen die Sub-Anzeige mal kürzer machen. Und direkt im Anschluss kommt Moamoa mit 5 weiteren Subs. Der Support ist am Start. Der Support ist wirklich am Start. Dann ein weiterer Sub von Exantos. Und noch 5 weitere Subs von Twinko TK. Das ist ja absolut Wahnsinn. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ihr seid doch komplett verrückt, oder? Ihr seid doch komplett verrückt. Wir haben heute angefangen zu streamen und wir haben 43 Subs. Wir sind am Gönn dir Samstag. Ja, wir werden. Ihr haltet mich auf, das Spiel durchzuspielen. Das ist euer Ziel. Ich merke es schon. Nee, aber es ist auf jeden Fall super lieb. Einfach die ganzen Subs einfach nur. Es ist doch Wahnsinn, Leute. Es ist doch Wahnsinn.
Oh mein Gott, als ob. Als ob das jetzt noch weitergeht. Und NFSU King, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. 5 weitere Subgifts von Zwingo TK. Erstmal natürlich die von Exantus. Ein Sub an Aetherius verschenkt. Super lieb von dir. Und dann kommen insgesamt 10 weitere Subs von Zwingo TK an diese Community. Und dafür müssen wir wieder einen Hype raushauen. Jetzt müssen wir wieder einen Hype. Ey, es ist doch Wahnsinn. Nur am Hypen hier. Ey, ich glaub's nicht. Nur am Hypen hier. Absoluter Wahnsinn. Ja, geflashen. Kann man nichts machen. Das ist halt Stream, ne? Kann man nichts machen. Das ist der Hype-Stream. Heute ist der Hype-Stream. So sieht's aus. Absolut krank. In Ordnung. Wir können jetzt weitergehen. Mirius, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Maker Stollers. Ich glaub's auch, Mann. Ich glaube es auch. So, dann haben wir auf jeden Fall mal den Dominanzkampf hinter uns gebracht. Ja, da sind sie. Da sind die Subs von TK. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen Support. Dankeschön für deine Unterstützung. Super lieb. Ich glaube, ich muss die Anzeige der Subs in Zukunft ein bisschen kürzer machen. So wie manchmal die Subs hier reinfliegen. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ach, wieso, Bailey? Ist doch auch schön, wenn der ganze Stream lang einfach der Monster Emon im Bild ist. Ja, ich glaube auch. Und Tony, yo, mein neues Digimon ist Arata. So sieht's aus. Der wollte eigentlich zur Spielzeugstadt laufen, aber irgendwie hat er sich dann verlaufen. So. Ja, ist so, Nami. Der hat mich gesehen hier und dachte so, jo, dann bleiben wir mal hier im Stream. Der scheint hier ganz gut Digimon-Content zu liefern. Krankmann. Ist so, Jay. Ist so, Mann. Wahnsinn, Leute. Einfach am Supporten hier. Ich fasse es nicht. Heute 48 Subs gemacht in einem Stream. Ihr seid doch verrückt. So, wir wollen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir in der Story... Ja, so Leute wie Geflashen, der auch immer gönnt. Der Gönjamin Geflashen. Und zum Preis 100 noch was Euro für das Gamma und Vital Bracelet lohnt sich nicht. Würde ich nicht machen. Das ist mega überteuert. Da würde ich spätestens warten, bis eine internationale Version rauskommt oder warten, bis die Preise wieder sinken. Weil 100 Euro für ein Vital Bracelet ist echt Abzocke, Mann. Da würde ich echt noch ein bisschen warten. Also 70 Euro ist ja auch schon Abzocke. War ja vorher etwas günstiger noch. Ne? Als Geflashen und ich das zum Beispiel gekauft haben oder das in Angriff genommen haben und Taichi, da war das noch günstiger. Dann wurde es 70 Euro, da habe ich das dann gerade so noch bekommen. Angepeilt hatte ich schon, als es günstiger war. Und 15 Subs raushauen in einem Stream finde ich schon zu viel für mich. Ne, du musst, ja, Geflashen. Es geht ja nicht darum, viel auf einmal rauszuhauen. Das ist natürlich auch des Hypes wert dann auch. Aber auch die einzelnen Subs, die man verschenkt, auch die sind da sind den Hype wert, natürlich. Weil du musst ja überlegen, du machst das halt über längere Zeit immer mal wieder hier mal da ein Sub. Und das ist doch super unterstützend. Ich weiß das sehr zu schätzen, Geflashen. Du darfst dich nicht kleinreden da. Du darfst dich da definitiv nicht kleinreden. Ewige Stimmung, meinst du, Blade? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Dies ist der Stream, auf den Velias und Navi schon immer gewartet haben. Jetzt werden sie noch mehr streamen. Ne, wir streamen sowieso schon super viel tatsächlich. Muss man mal gucken. Ja, wir waren nur leider die letzten Tage, also was heißt leider? Also wir waren halt weg. Richtig, wir waren jetzt ein paar Tage weg. Bisschen Family-Urlaub. Genau, heute gibt's einen Stream. 7 Stunden ist der Stream heute. Morgen gibt's den Stream um 21 Uhr. Da spielen wir ein bisschen Stardew Valley. Namis erste Reaktion auf das Spiel. Und Namis erster Stream in dem Sinne. Wo sie spielt. Wo ich spiele. Und ich nur kommentiere, richtig. Wir machen das so, Nami spielt dann das Spiel. Und ach, die Stimme. Freut mich, wenn du die Stimme episch findest, Blade the Kid. Das ist natürlich cool. Habe ich jetzt auch noch nicht so gehört, aber ist doch gut. Wo bleibt das Gilmon-Brot? Hier ist das Gilmon-Brot. Pass mal auf. Belias, Gilmon-Brot. Hier ist das Gilmon-Brot. Ich glaube, du solltest es sagen. Ach, du willst, ich soll es sagen? Ah, nee, das mache ich nicht. Warum? Gibt's nicht. So. Jay schreibt, magst du die Namen von den neuesten Versionen der Bracelet auf dem Discord schreiben? Ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt.
Belly. Kann ich machen, aber ich schreibe es auch hier gerne. Was denn? Du musst Gilmore-Brot machen. Nein. Doch, das Nein. ist deine Pflicht. Na gut, für TK mache ich das. Aber nur, weil TK das ist, weil der so viel gegönnt hat. Ja? Gilmore, wo ist Gilmore? Gilmore braucht meine Hilfe. Gilmore-Brot. Okay, das war nicht so gut wie immer, aber ja. Schon aber, so gut. Aber nur, weil es Twingo TK ist. Der absolute Ehrenmann, muss man schon mal sagen. Als Betonung, als Kommentator wie der Dragon Ball Z, der Erzähler einfach, ist so. In der nächsten Folge von Dragon Ball sehen wir, wie Ryuji Son Goku ein aufs Maul haut. Nein, das natürlich nicht, aber ja. Und Etherius, er geht raus an dich, Dankeschön für deinen Sub, Dankeschön für deinen Support, super lieb. Und da ist auf jeden Fall Ryuji am Start, der einen Haufen Digimon vor sich liegen hat. Wenn man genau hinguckt, sind das einige Retro-Digimon erste Staffel plus Vedramon aus dem Manga. Temtem haben wir noch nicht zusammengespielt und gestreamt, das wird aber safe auch kommen. Wir sind ja hier in erster Linie ein Monster-Taming-JRPG-Kanal. Das heißt, auch Temtem, sorry für den Schluck auf, auch Temtem steht weit oben auf meiner Liste. Und Mrs. Merciless, schön, dass du einschaltest. Genau, das nächste Monster-Taming-Spiel, was wir hier spielen, ist aber World of Final Fantasy. Ich habe eine Abstimmung gemacht auf YouTube, um zu hören, wie die Leute Bock haben, auf welche Games sie Bock hätten. Da hat zwar World of Final Fantasy nicht gewonnen, war aber eines der höchstgevotetsten Spiele. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, ich habe selber auch unfassbar Bock auf das Spiel gerade. Deswegen wird World of Final Fantasy gestreamt. Sehr viele Leute haben danach gefragt. Und wir werden aber schön viel Abwechslung zwischendrin bringen. Es wird immer mal Digimon World Next Order geben, Digimon World Hackers Memory PvP mal zwischendrin. Wir werden mal wieder in das Fangame reingucken von Digimon, das wie Vital Bracelets oder wie Virtual Pads aufgebaut ist, also in Digital Tamers Reborn. Und wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir immer mal Abwechslung bringen. Wir werden mal Mario spielen, Mario Party, Mario Kart. Da könnt ihr dann als Community mitspielen übrigens. Und wir werden auch das neue Mario Super Strikers oder Striker-Liga, ich bin mir gerade nicht sicher, Football-Liga, das werden wir auf jeden Fall auch streamen und da könnt ihr dann mitspielen und dann könnt ihr mich hops nehmen. So, Tamasho, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Leute, jetzt geht's weiter. Markier nicht entdecken. Ich bin aus eigenem Entschluss hier. Mario Kart zerstört Freundschaften. Ach, bei uns nicht. Wir lachen uns alle kaputt. Dann ist dann auch immer Ragnar am Start. Nami fährt dann mit. Und Imperial Sky fährt mit. Das ganze Mod-Team. Und ihr könnt auch mitfahren. Ja, Mann, das wird richtig nice. Mario Strikers werden wir auch spielen. Da kannst du auch gerne mitzocken, TK, natürlich. Und Digimon Survive wird frisch zum Release am 29. Juli hier gestreamt. Und wird dann auf jeden Fall auch auf YouTube gebracht. Und MacZone, erstmal herzlich willkommen bei uns hier in der Community. Ehre geht raus an dich. Dankeschön für deinen Sub. Dankeschön für deinen Support. Direkt erstmal am Start und direkt ist der Support da. Ihr Flaschen, du fährst doch auch immer mit. Und das ist doch nice, dass du mitfährst. Ich finde es immer nice, dass du dabei bist. Da kann ich immer die Roten bei dir ablassen. Nein, Spaß. Du meinst, ich meine wohl eher du deine Roten bei mir, wenn ich überhaupt in deine Reichweite komme manchmal, ne? Ich habe den neuen Pokémon-Trailer gesehen. Sieht sehr, sehr nice aus. Gefällt mir soweit. Die Grafik ist natürlich nicht so top-notch, aber damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, dass mir das Gameplay sehr gefällt. Ich finde die Pokémon, die neuen, die gezeigt worden sind, die ich nicht spoilern werde, finde ich sehr cool. Und dass es ein 4-Player-Multiplayer gibt, nehme ich erstmal vorsichtig in Kauf. Denn der 4-Player-Multiplayer könnte alles heißen. Da sieht man zwar 4 Leute, aber ich bin noch nicht davon überzeugt, dass der vernünftig umgesetzt wird. Game Freak hat es noch nie geschafft, einen Multiplayer vernünftig umzusetzen. Ich weiß nicht, ob sie es diesmal schaffen. Wir werden damit mit Vorsicht an die Geschichte rangehen. Und Velvet, jo, hier, Tales of Fan. Schön, dass du einschaltest und herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Ist so Meckerstollos. Ich glaube, ich werde das Subgoal weiter erhöhen müssen. Ich habe erst gedacht, 200 kriegen wir diesen Monat nie zusammen. Deswegen mache ich jetzt nicht einfach ein 200er-Goal. Aber ich glaube, so weit entfernt ist das gar nicht. Switch Sports werden wir bestimmt auch mal reinschauen. Warum nicht, ne? Also definitiv können wir das mal machen. Ich weiß nicht, wie viel Bewegung da am Start ist.
Aber wenn ich es im Sitzen spielen kann, wie so ein fauler Dreckshund, dann werden wir das auf jeden Fall streamen. So, immerhin bin ich es, den du vernichten willst. Stimmt doch, Ryuji? Ja, wärst du nicht weggelaufen, hätte Gamma sich nicht aufgelöst. Dann hätten Chitose und ich nicht den einzigen Ort verloren, an dem wir uns zu Hause fühlten. Die ganze Geschichte hat damit angefangen, dass du uns verraten hast. Was geschehen ist, lässt sich nicht ändern. Was erwartest du von mir? Alle haben zu dir aufgesehen. Wo kann man am besten leveln in Hackers Memory? Ich glaube, oben auf dem Dach vom Odaiba-Gebäude, falls man da noch hin kann. Ich glaube schon. Ganz oben, du solltest ein Arcadimon Super Ultimate dabei haben, also die letzte Stufe. Und du solltest auf jeden Fall zwei Platinum Numemon dabei haben, die du voll ausrüstest. Alle drei rüstest du voll aus mit Taktika-USBs. Und dann one-shottest du alles mit Arcadimon. Und du kriegst dort sehr, sehr viel XP. Wärst du der Anführer von Gamma geblieben, wären wir alle noch zusammen. Es ist alles deine Schuld. Das ist doch Unsinn. War ich denn der einzig Verantwortliche für Gamma? Ein Team, das zerbricht, nur weil ich nicht mehr dabei bin, war doch sowieso niemals ein Team. Wäre dir das Team wirklich so wichtig gewesen, hättest du es doch zusammenhalten können. Gib mir nicht die Schuld an deinem Versagen. Schön wär's. Ich konnte dich nicht ersetzen. Du warst der Dreh- und Angelpunkt von Gamma. Sanada, kennst du den Schmerz der Hilflosigkeit? Hör auf zu heulen, du Versager. Sanada! Genau. Ja, und dann digitiert Arcadimon kurzerhand aufs Mega-Level. Zu Arcadimon Mega. Holy shit. Nami, dein Text. Das Arcadimon ist digitiert. Alles klar, Twingo TK. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und vielleicht bis später oder bis morgen. Ciao mit V, Twingo. Richtig, und nochmal ein ganz, ganz dickes, dickes Dankeschön an dich, den absoluten Ehrenmann mit den Subgifts des Todes. Mega nice. Halte dich raus, das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Du bist seltsam, du erinnerst mich an jemanden. Ja, bestimmt an den anderen Belias, komplett weird, aber okay. So, jetzt müssen wir gegen Arcadimon Mega kämpfen. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Aber ist daneben gegangen gerade. Nice, gut, okay. Hat schon Buffs? Nö. Dann machen wir... Oder was? Ich glaube, wir machen direkt damit ihm Zunder unterm Arsch. Aurora Blaster! Er zieht schon mal gut was ab. Dann haben wir hier Himmeldonner oder Himmelsklinge. Dann machen wir Himmelsklinge. Ganz klare Geschichte hier. Sieht auch super viel ab und direkt mit Gigaschlag nachsetzen. Cross-Combo mit Arata, sehr nice. Und dann ist auch direkt Arata dran. Butz! Arata macht einfach nur einen Angriff. Na, danke dir. Zornige Flucht, ich bin gespannt, was passiert. Angriff geht hoch, Verteidigung runter. Pixel Matrix, das ist sein Main-Move. Auf Sanada, das ist schon mal gut. Er hielt sich dabei zwar, aber wenigstens auf Sanada und nicht auf meine Leute. So, das hat jetzt gut Damage gedrückt. Wir müssen auf jeden Fall Aurora Blaster machen, um ihm die Statusveränderungen wegzunehmen. Sehr hilfreich. Rocky ist heute der MVP und Cinnamon Roll ist nicht da. Nein! Pixel Matrix wieder. Da wird jetzt einer draufgehen, glaube ich. Ja, Brusa ist draufgegangen. Und wir werden jetzt Brusa zurückholen an der Stelle. Mit einer DX-Kapsel. Und yo, Pummi! Schön, dass du einschaltest und Ehre geht raus an dich. Dankeschön für 25 Wins. Dankeschön für deine Unterstützung. Pummi gönnt einfach. Ich fasse es nicht. Machtsturm 3. Oh mein Gott, Rocky ist down. Das ist schlecht. Officer Rocky ist down. Gut, dann müssen wir mal gucken. Herr, bitte auf den AB sprechen. Piep. Danke. So sieht's aus. Alles klar, dann bis gleich, Blade the Kid. Wiederbelebungskapsel. Wir machen mal die normale. Ich glaube, das ist zu teuer, Black Gatomon. Also ich finde, das klingt sehr überteuert. Da würde ich auf jeden Fall noch warten. Das ist
Das ist das Geld nicht wert, sage ich dir aus Erfahrung. Gibt's günstiger. Das gibt's günstiger, da musst du noch ein bisschen warten, bis es wieder günstiger ist. Ich würde echt warten, bis das ein bisschen günstiger wird. Genau, weil dann kannst du dir für den Rest vom Geld nämlich lieber was anderes gönnen. Richtig, so nicht anders. So, dann erstmal Rocky wiederholen. Ist aber kostenloser Versand, trotzdem ist das zu teuer. Das ist viel zu teuer. Können wir irgendwie meine Digimon schneller machen oder langsamer? Ich weiß es nicht. Naja, wir hauen jetzt erstmal mit Himmelsklinge rein. Wir schauen mal, was passiert. Wir hoffen mal, dass wir es schaffen. Zerstörungskanone 3. Rocky kriegt gut Damage, aber hält sich in Grenzen. Aurora Blaster, ganz wichtig. Zieht nämlich unfassbar viel ab. Putz! Und Arcade Max, Dankeschön für dein Follow. Willkommen bei uns im Stream. Ja, glaub mir, 115 Euro ist viel zu teuer für das. Also, wenn es dir das wert ist, das musst natürlich am Ende des Tages du wissen, dann hol dir das, ganz ehrlich, ne? Also, wir halten dich nicht auf. Es ist keine Pflicht, jetzt auf uns zu hören, ne? Aber würde ich auf jeden Fall erstmal aufschieben. Ist noch zu teuer. Alle kaufen sich diese Bracelets und ich kaufe mir einen weinroten Teppich. Was mache ich was falsch? Nö, der weinrote Teppich sieht bestimmt auch nice aus. Ich glaube nicht, dass du da unbedingt was falsch machst. Cool, und welche Farbe hat deine Wand? Ja, das würde mich mal in Kombination interessieren. Weinroter Teppich kann man mal machen. Klingt irgendwie special. Voll so royal-mäßig, so richtig so königlich. Macht schon drei. Eine weiße Wand, das klingt nach einer netten Kombo. Ja. Gar nicht mal so bad. So, jetzt hier wieder Wiederbelebungskapsel. Auf King Arthur. Fehlt nur noch so golden, wie nennt man das? Das, was man oben so lang macht. Eine goldene Fußleiste, aber oben? Deckenleiste? Nee, nicht Banderole, oder? Banderole? Ich bin mir nicht sowas sicher. Sowas ähnliches. Aber auf jeden Fall so ein Ding, so ein Rand, der oben so lang geht. Ja. So halt mal den Rand hier, du. So, So golden, dann sieht's aus wie beim König. Ah ja, Bordüre, genau. Danke, Mirius. Bordüre, sagt Mirius. Genau. Ja. Wusste ich jetzt aber auch nicht. Genau. Haburo, schön, dass du einschaltest. Haburo schreibt... Ohne Witz, ich kam jetzt voll nicht drauf. Ja, Haburo schreibt, guten Abend. Erst 8 Stunden Pokémon Go und jetzt noch 6 Stunden Beli. Ja, das freut mich doch. Schön, dass du am Start bist. Ja, das ist doch gut. Da hattest du erst richtig Bewegung. Und jetzt kannst du vorlesen. Jetzt kannst du dich zurücklehnen und chillen. Ist so. Wiederbelebungsspray. Wir holen mal unsere Digimons zurück. Das kann so nicht angehen, mein Freund. Jetzt würde ich nur nichts Süßes essen, sonst hat sich die Bewegung nicht richtig gelohnt. Das stimmt allerdings. Über ein schöner Salat bei dem Wetter. So sieht's aus. Kritische Ladung, er bufft sich wieder. Das heißt, wir werden hier erstmal den Buff wieder wegnehmen. Cross-Combo! Das ist schon mal sehr gut. Es könnte sein, dass das jetzt der letzte Hit ist. Genau, Black Gartemon sagt, zuerst kommt Zeug für meinen Sohn und... Generation 9 Games. Ja, bei uns auch. Also Generation 9 steht bei uns auch von Pokémon sehr weit oben auf der Liste. Da freuen wir uns schon drauf. Du machst aktuell Diät, da gibt es ab 14 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Oh, da drücke ich dir aber die Daumen. Boah. Das ist schon brutal. Also ich fand immer 18 Uhr keine Kohlenhydrate, fand ich auch schon sehr brutal. Aber ich drücke dir absolut die Daumen. Ich glaube, das kannst du packen. Sanada, warum hast du Gamma verlassen? Wärst du geblieben, wäre das Team noch zusammen. Soll ich dir was sagen? Ich bin voll Furby geschädigt, weil immer wenn ich Haburo lese, muss ich irgendwie an Hasbro denken und gleichzeitig an Furby. An Hasbro und dann an Furby. Das ist auf jeden Fall eine seltsame Kombination. So, Geflashten sagt, diskutiere gerade mit jemandem, dass manche Waffen, die viel Zeit und Geld kosten, ich mir lieber zusammenfarme, anstatt mit Multi-Account-Farming mir das einfacher zu machen, weil ich finde, manchmal weiß man Dinge dann einfach nicht zu schätzen. Zum Teil kann ich dich da absolut verstehen, Geflashen. Das Ding ist klar, das Multi-Accounting kann schneller sein, aber ganz ehrlich, ich finde das auch immer nervig, Multi-Accounten zu müssen, um an bestimmte Dinge zu kommen. Ich weiß nicht, ich fühle mich dann einfach nicht, als ob ich das System dribble. Doch, als ob ich das System dribble. Nee, aber ich finde es halt einfach irgendwie lästig. Also da unterstütze ich dich absolut, die Meinung teile ich. Weil das halt alles auf einen Account zu holen, ist nochmal was anderes, als zu Multiboxen und dann einfach da quasi Dinge zu umgehen damit.
Alles klar, Smoky Joe, nochmal großes, großes Dankeschön an dich für deine Subs, für deinen Support. Und ich wünsche dir einen schönen Grillabend. Das klingt sehr, sehr lecker. Da hätte ich jetzt auch Bock drauf. Gönn dir auf jeden Fall. Alle haben dich gemocht. Ich war nutzlos. Du warst der Einzige, der es konnte. Warum bist du gegangen, ohne den Grund zu nennen? Antworte mir. Es war nicht so, dass ich den Grund nicht nennen wollte, sondern ich konnte es nicht. Damals konnte ich nicht erklären, warum ich nicht mit dem Team weitermachen wollte. Oh, gönn dir, Tamasho. Aber jetzt kann ich es, weil ich mich an alles erinnern kann. Die Wahrheit ist, als ich ein Kind war, konnte ich meinen Freund nicht beschützen. Was? Ich habe in Under Zero nicht zum ersten Mal jemanden verloren. Ich habe nie zum Anführer getaugt. Ich hatte zwar vergessen, was passiert war. Das war es, was unsere Freunde von Gamma das Leben gekostet hat. Was ich durchgemacht habe, als wir unsere Freunde in Under Zero verloren haben, kam alles wieder hoch. Nicht die Erinnerungen, aber die Gefühle. Deshalb habe ich Gamma verlassen, bevor ich den gleichen Fehler erneut begehen konnte. Ich musste fortgehen, sonst hättest du mich wieder zum Anführer gemacht. Deshalb habe ich Gamma verlassen. Bist du jetzt zufrieden? Sanada. Du sagst, du hättest es nicht gekonnt. Aber du hättest einen hervorragenden Anführer abgegeben. Ist Hody nicht ein tolles Team? Ist so. Von jetzt an werde ich all den Freunden helfen, die ich vor so langer Zeit habe hängen lassen. Sonst bin ich ein Nichts. Ich kann dir nicht einmal in die Augen sehen. Glaubst du, ich könnte das, nachdem ich so lange weggelaufen bin? Jo, alles klar, Liras. Dann wünsche ich dir gleich noch eine schöne Nacht. Und ich wünsche dir gleich noch einen schönen Spaziergang mit deinem Hund. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und vielleicht bis morgen. Morgen ist auch ein Stream, Leute. Ab 21 Uhr geht's los. Gamma gibt es schon lange nicht mehr. So ist es. Ich werde mir mein Zuhause zurückerobern. Leb wohl, Ryuji. Ich habe das meine getan. Jetzt mach, was du willst. Wann kommt mal ein Headbang zu Digimaschine? Pumi haut einfach raus. Da hat einer Drachenlord geguckt. Ja, easy mache ich das. Easy. Kappa. Du könntest so einen headbangenden Wormon Imon. Genau. Gehen wir gemeinsam zurück. Wie kann ich zurück? Nach allem, was ich getan habe. Sei es als Anführer von Hoodie oder als Erikas Bruder. Spar dir dein Selbstmitleid. Einfach Wemon Headbang, man kennt's. Shitose! Ich habe Matayoshi gebeten, mich aus dem Krankenhaus zu holen. Ich wette, da drüben herrscht jetzt das reinste Chaos. Von der Polizei entführt. Unfassbar! Shitose, dir geht es wirklich gut. Ja, mir geht's prima. Ryuji, du... Oh, jetzt wird's, glaube ich, hart. Oh nein, er nimmt einfach Wormon. Und wirft Wormon ihm entgegen. Oh mein Gott. Und guten Tag, brutaler Prinz. Schön, dass du am Start bist. Wie geht's dir? Allgemein, wie geht's euch allen? Ich hoffe, ihr habt heute einen schönen Tag gehabt. Der wirft bestimmt auch immer sein Wormon. Deshalb heißt er brutaler Prinz. Ja. Da regt sich Shitose auf jeden Fall mal über Ryuji auf. Kritischer Treffer. Das hatte gerade einfach so Jojo's Bizarre Adventure Vibes. Wer Stardust Crusader gesehen hat, weiß genau, was ich meine. Stardust Crusaders. So. Während man im ESO-Raid ist. Ich drück dir die Daumen. Viel Erfolg auf jeden Fall. Kann ganz lustig werden. Kannst ja den Stream einfach so im Hintergrund laufen lassen. Ist die Line von Impmon zu Wizardmon zu Beelzebubmon der rechte Weg? Ja, mehr oder weniger ist auf jeden Fall einer der Wege, sagen wir es mal so. Mutter. Genauso sieht's aus, Geflächen. Puh, ich glaube, das reicht fürs Erste. Ryuji, alles ist wieder gut, also reiß dich jetzt zusammen. Du musst gar nichts sagen, komm nur zurück, wir warten alle auf dich. Boah, brutaler Prinz sagt, fix und fertig wegen Arbeit, 10-Stunden-Schicht. Und kann mal jemand den Tierschutzverein anrufen, hier werden Digimon geworfen. Ist halt einfach so. Dann gönn dir auf jeden Fall heute eine Auszeit, Füße hoch, irgendwas Schönes, Kühles zu trinken.
Und ja, dann lass uns gemeinsam hier ein bisschen chillen, würde ich sagen. Perfekt, Aetherios. Jetzt bin ich schon Second Monitor Content. Da bin ich doch gerne dabei. Ich nehme das dankend an. Mein Beileid, dennoch Strike. So ist es. Zytose. Das wollte ich gerade sagen. Ich... Also es tut Ryuji wirklich leid anscheinend. Aber ja, Arkadimon ist noch nicht fertig mit Ryuji. Ryuji! Zytose, Belias! Oh mein Gott. Arkadimon hat einfach Ryuji absorbiert und Nami randaliert kurz. Ja. Ich würde den Fuß nicht auf den Rechner machen, Nami, weil wenn du auf den Knopf kommst. Das war Arkadimon, der randaliert hier. Aber wenn du den Fuß auf den Rechner machst, du weißt, dass er jedes Mal ausgeht. Ja. Nein, das kann nicht sein. Einfach mal Multitasking auf andere Art, vor allem mitten im Raid einfach. Speichern, wir haben das Kapitel geschafft. Arkadimon hat gerade den Fuß auf Namis Rechner gelegt. Wenn es ausgeht, ist es nicht Namis Schuld, dann war das Arkadimon. Entschuldigung, wir haben es nicht rechtzeitig geschafft. Ja, da wurde Ryuji mal kurzerhand von Arkadimon absorbiert. Der nächste, den wir retten müssen. Namis Text. Es war nicht eure Schuld. Niemand hätte das Arkadimon aufhalten können. Nächstes Mal komme ich mit euch. Wir werden meinen Bruder retten. Wir sind schon im vorletzten Kapitel geflashen. Wie meinst du das? Das Arkadimon besiegen und ihn befreien. Naja, nicht, dass ich das nicht wollte. Aber wir wissen nicht, wo das Arkadimon ist. Und Face-Informanten wissen auch nichts über seinen Verbleib. Genau, ja, Ragnar, wir haben den Energy getrunken. Der ist mega sick. Also der ist wirklich sick. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn man das mit tatsächlich Sprudel macht, also wirklich mit Kohlensäure, dann wird das auf jeden Fall noch sicker. Also es schmeckt super gut. Ich fand es jetzt ohne das Sprudel auch schon sehr gut. Also wir hatten Volvic reingemacht. Ja, wir hatten jetzt gutes Wasser drin und war schön gekühlt mit Eiswürfel. Es hat echt gut geschmeckt. Also wenn man Wassermelone mag, und wenn man da nicht zu viel reinmacht, dann ist das auf jeden Fall auch, ja, hat sehr, sehr dezent geschmeckt sogar. Gar nicht so krass, wie ich gedacht hatte ursprünglich. Und Kane, schön, dass du einschaltest. Brutaler Prinz schreibt, bis Donnerstag frei und gerade zwei tiefgefrorene im Backofen. Pizza? Oder was hast du dir in den Backofen geballert? Und an der Fleischtheke Trick 17 eingelegte Zwiebeln gekauft. Ah, nice, gönn dir. Vorhin habe ich zu Hause die Arbeit gespart, zu schneiden und zu würzen muss ich immer heulen beim Schälen. Ja, Bruder, das kenne ich. Also Nami ist dann auch immer, wenn Nami gerade eine Zwiebel schält und ich komme rein und auf einmal sieht man sie heulen und ich denke, Nami, was ist los? Und dann einfach, ja, ich schneide Zwiebel. Würde es Sinn machen, den Namen des Getränks denn für einen Stream dann irgendwo im Overlay reinzupacken? Ja, dann, wenn die Kooperation startet. Genau. Ich gehe nochmal ganz kurz ein. Ach, du hast jetzt zwei gefrorene Würstchen gegönnt. Das schmeckt bestimmt auch nicht schlecht. Genau, nochmal kurz zum Energy. Ich habe mir, wir haben eine anstehende Kooperation mit Klasmo Energy. Das ist eine Firma, die so ein Energy-Pulver macht, relativ neu noch im Vergleich zu anderen Anbietern. Und die haben mich angeschrieben und haben gesagt, hey, wie sieht's aus? Möchtest du vielleicht mit uns zusammenarbeiten? Möchtest du das Produkt vielleicht vertreiben? Möchtest du das deinen Zuschauern empfehlen? Ich werde dafür entlohnt. Das heißt, ja, ich kriege immer, je nachdem, wie viel davon gekauft wird, bekomme ich auf jeden Fall dann ein bisschen Kohle ab. Und Preycon, dankeschön für dein Follow und jo, herzlich willkommen bei uns in der Community. Preycon schreibt Hallo an alle. Bin das erste Mal dabei, komme von YouTube. Dann heißen wir dich herzlich willkommen. Schön, dass du von meinen Videos hier in den Stream gefunden hast. Und ich hoffe, dass du hier auch genauso wie die anderen viel Spaß haben wirst. Ja, genau. Die haben halt gesagt, wie sieht's aus? Möchtest du vielleicht mal probieren, dies, das? Ich habe gesagt, bevor ich das euch vorstelle, das Produkt, also bevor ich das für euch bewerbe, würde ich das gerne mal probieren. Die netten Leute von Klasmo haben mir dann einen Shaker zugeschickt, plus eine ganze Packung Wassermelonengeschmack und zwei Proben Ringo, das ist Apfelgeschmack. Und das werden wir jetzt die Tage ausprobieren. Und wenn das gut schmeckt,
was es bisher tut. Heute hat es sehr, sehr nice geschmeckt. Das kann man sich geben. Ist natürlich nicht ganz komplett gesund, aber es ist um einiges gesünder als Energy im Laden, also als ob jetzt ein Rockstar oder so. Viel, viel, viel gesünder. Ich habe mich da über die Inhaltsstoffe auch erkundigt. Aber es ist halt natürlich nicht super gesund oder so. Ja, ist saurer Apfel, soweit ich weiß. Genau, und ja, wenn mir das schmeckt, dann gebe ich denen Feedback, dass ich das gerne weiter bewerben würde. Dann wird das auch als Werbung eingeblendet. Ich hoffe da um euer Verständnis. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dann mit Rabatt, ich krieg dann einen Creator-Code, den ihr eingeben könnt auf der Seite. Dann kriegt ihr da Rabatt drauf. Und ja, jedes Mal, wenn ihr dann was mit meinem Creator-Code dort kauft, werde ich noch finanziell entlohnt von denen. Ich habe dann da so einen Account, da wird dann angezeigt, wie viel Umsatz quasi gemacht worden ist. Und ja, da könnt ihr mich supporten. Und wenn ihr sowieso Energy trinkt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Sagen wir es mal so. Und ist freiwillig, muss keiner machen. Ist einfach nur, wenn man supporten will und trotzdem dafür was bekommen möchte. Und schmeckt sehr gut. Also ich bin normalerweise kein Freund von diesem Pulverzeug, aber ich habe das jetzt mal ausprobiert zum ersten Mal und ich fand es sehr gut. Ja, also im Vergleich zu, wenn du dir jetzt halt so Dosen-Energy holst, sparst du da halt auch echt mit dem Pulver. Ja, definitiv. Und ich muss sagen, das Melone hat mir jetzt persönlich gut geschmeckt. Also ich finde, das ist vergleichbar mit Brattee-Wassermelone tatsächlich. Do you like Belias Content? Then you need to buy the Energy Powder of Crazy Doom. Genauso sieht's aus. Nö, sie sitzt nicht mit Schwimmerbrille in der Küche und schneidet Zwiebeln, das nicht. Ja, aber es gibt da auf jeden Fall vier Geschmacksrichtungen. Es gibt saure Apfel, es gibt Wassermelone, es gibt Erdbeer und es gibt Mango-Maracuja. Ich habe jetzt hier saure Apfel oder Apfel, ich weiß nicht, ob es sauer ist, finde ich raus, und Wassermelone. Und Wassermelone haben wir jetzt heute probiert und ich halte euch auf dem Laufenden. Cranberry Crunch gibt es noch nicht. Aber ich habe den Zuständigen von Klesmo natürlich auch privat geedit. Und wenn mal irgendein Vorschlag ist für eine geile Geschmacksrichtung, dann werde ich das einfach weiterleiten können. Ne? Also die sind da super umgänglich. Ich war auch mit dem im Voice, also super sympathisch auch. Und hat auch direkt gesagt, hör mal zu, wenn dir das nicht schmecken sollte oder du da nicht dahinter stehen kannst, dann machen wir das lieber nicht. An deine Kunden, an deine Zuschauer, sind ja seine Kunden dann und ihr seid ja meine Zuschauer. An deine Zuschauer sollst du nichts empfehlen, was du nicht selber trinken magst. Also nichts, was du selber nicht magst. Da war er ganz klar auch der Meinung, da soll man erst mal gucken, ob dir das selber schmeckt. Und deswegen probiere ich es aus. Also ich habe direkt zu Beli gesagt, ey, wenn es geht, dann lass dir doch so Wassermelone-Pulver schicken. Richtig, ich habe dem auch gleich im Voice gesagt, ja, Wassermelone wäre geil. Da meinte der, ja, das können wir direkt machen, gar kein Thema. Wie gesagt, und ja, ich persönlich finde es bisher gut. Ich werde es aber noch weiter ausprobieren, bevor ich euch den Endfazit dafür geben werde. Ja, das kann so sein, ne? Megastolles. Ja, genau. Aber Geflaschen, du wirst dich wundern. Es gibt Firmen, die zu mir gekommen sind und gar nicht erst gesagt haben, probier mein Produkt aus, sondern die gesagt haben, komm, bewerb das, du kriegst auf jeden Fall Geld dafür. Ja, du musst das nur gut rüberbringen, dass das ein gutes Produkt ist. Und dann denke ich mir direkt so, ah, nee, nee, nee. Also ich hatte 2, 3 Anfragen von Smartphone-Games, unter anderem Raid Shadow Legends und sehe ich tatsächlich nicht so. Also, sorry. Raid Shadow Legends kann ich nicht vertreten, habe ich direkt abgelehnt, möchte ich nichts mit zu tun haben. Und ja, ganz klar, weil ich das Spiel scheiße finde, beziehungsweise weil ich Gacha halt nicht supporte. Ja, Kaffee kann man sich immer gönnen, ist aber nicht meins, muss ich sagen. Ja, also es ist genauso viel, sag ich mal, nicht so gesundes Zeug drin wie halt bei anderen Energies. Ja. Nur ein paar Sachen sind halt gesünder. Und was mir persönlich aufgefallen ist, dass da Cholin mit drin ist. Und das ist eigentlich ein wichtiger Stoff, weil den nimmst du eigentlich, um abzunehmen. Und zwar musst du das eigentlich aus Brokkoli. Also du sollst eigentlich viel Brokkoli essen, damit du Cholin kriegst. Krass. Und das finde ich jetzt zum Beispiel ganz cool, dass das da mit drin ist. Ja. Jo, Kane, das ist auf jeden Fall ein geiler Lifehack. Wenn man Zwiebeln kühlt, muss man weniger weinen. Interessant, müssen wir mal ausprobieren. So, aber jetzt erstmal Story weiterballern. Wir wissen nicht, wo das Arcanemon ist und Face-Informanten wissen auch nichts über seinen Verbleib. Genau, richtig. Ist ja unterschiedlich. Ich werde das einfach mal probieren und Kaffee ist, wie gesagt, nicht meins. Deswegen
mit dem Energy komme ich klar. Andere sagen sich, Energy ist widerlich. Ich habe ja auch eine Umfrage gemacht. Da waren viele, die haben auch gesagt, nee, Energy ist gar nicht meins. Kann ich auch nachvollziehen. Geschmäcker sind halt verschieden. So lieben Leute Kaffee. Nami trinkt auch gerne mal einen Kaffee. Ich zum Beispiel nicht so. Und ja, das ist ja nicht schlimm. So, Nami, dein Text. Das macht nichts. Ich habe den hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Oha. Okay. Ein Verschlinger? Keine Sorge, er wird uns nicht angreifen. Das ist ein Verschlinger-Bit. Siehst du mal, Snowwolf? Andere würden jetzt sagen, oh Gott, ist das ungesund, aber wer komplett ohne ungesunde Ernährung ist, möge den ersten Stein werfen. Also ich meine, es gibt bestimmt Leute, die schon komplett, also relativ gesund unterwegs sind, aber auch die haben ihre kleinen Sünden hier und da, wenn man ganz ehrlich ist. Na, es kann sein, dass Beli so ein Code kriegt, worüber ihr, wenn ihr das dann darüber bestellt, worüber Beli dann noch ein bisschen was kriegt. So. Richtig, dass ihr das dann halt günstiger kriegt. Werbung machen, bei jeder Bestellung gibt es einen Digimon dazu. Kann ich leider nicht machen, ne? Kann ich wirklich nicht machen. Aber früher oder später, wenn ich mal ein größeres Event habe und ich das mit dem mit der Kooperation schon länger mache, wären die auch bereit, dass ich mal so ein paar Energy-Sachen einfach verlose, haben die auch schon gesagt. Also das ist bestimmt auch mal drin. Da kann mal einer dann probieren. Das sind eher, sieht aus wie drei Verschlinger, würde ich sagen. So. Das hier ist eine neue Art Verschlinger, den ich auf Grundlage dieser Daten programmiert habe. Richtig, 10 Gramm auf 500 Milliliter und es schmeckt trotzdem gut. Das haben wir jetzt gemacht. Es ist sehr dezent. Wenn man stärker möchte, kann man zwar mehr machen, würde ich aber nicht. Also ich würde echt nicht mehr machen als das, was draufsteht. Es reicht vollkommen aus, es schmeckt trotzdem ziemlich gut. 10 Gramm ist übrigens auch die empfohlene Tagesdosis. Also ich persönlich würde die mal nicht überschreiten, steht auch da zumindest bei. Ja, definitiv. So. Ein neuer Verschlinger? Wenn ihr überlegt, dann reicht euch das einfach für 40 Tage. Ist ja voll krank. Geflechten. Ist so. Der weiße Schnee. So, wenn ich so... genau, Namis Text. Wenn ich solche in Tokio einsetze, sollten sie uns helfen können, das Arkadimon zu finden. Du hättest schlafen sollen. Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast. Du brauchst Ruhe. Es ist der einzige Weg, meinen Bruder zu retten. Gib mir etwas Zeit. Bald werde ich bereit sein. Ey, wenn dir das wirklich hilft, Snowwolf, ist doch mega gut. Ich mach mir auch Sorgen um dich. Du brauchst deine Behandlung. Willkommen zurück, Blade the Kid. Du hast dafür gesorgt, dass Yuko Kamishiro ihre Behandlung bekommen hat. Aber jetzt wehrst du dich selbst dagegen. Genau, jetzt bist du an der Reihe zu tun, was dir gesagt wird. Bring deine Behandlung zu Ende. Danach finden wir Ryuji. Es muss dir wieder gut gehen, wenn er zurückkommt. Was meinst du, wie er sich sonst fühlen wird? Übrigens sind wir im vorletzten Kapitel. Kapitel 17 beginnt nun. Nein, zuerst muss ich meinen Bruder finden. Ich muss noch die Bits einstellen, das kann nur ich. Ich vor allem, ja. Nicht ich. Ja, aber... Nein! Aber... Nein, ich gehe und damit hat sich's. Hey... Er kann sie nicht aufhalten. Erika. Nicht du auch noch. Doch, ich auch noch. Boah, er hat sie einfach umgetackelt. Was treibst du denn da? Sie ist krank. Keine Sorge, ich weiß, was ich tue. Wie meinst du das? Es war die einzige Möglichkeit. Sie ist zu stur. Sie hätte nie auf die Stimme der Vernunft gehört. Einfach von Wormon umgetackelt. Ja, tackle, das Wort, ist einfach ein englisches Wort für jemanden umrammen. Das nennt man einen tackle. Das hat Pokémon halt einfach sich genommen, weil die sich dachten, oh ja, lassen wir halt so, denken wir uns nichts Neues aus. Tackle ist halt tackle. Interessant, Kane sagt, Fun Fact, in den meisten Sprachen gibt es kein Wort für doch. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Geflaschen, ja ist so. Nachher ist das so, wer weiß, Kappa. Ist ihr Bruder nicht aus dem ersten Teil? Tatsächlich nicht, der kam da nicht vor. Aber der wurde da, also die Charaktere wurden zwar angedeutet, also als von Gamma geredet worden ist, aber es wurde halt keiner gezeigt, weil diese Charaktere halt extra für dieses Spiel nochmal, also für Hackers Memory, dann erfunden worden sind. So.
An meiner Stelle hätte sie das Gleiche getan, um sicherzugehen, dass ich meine Behandlung zu Ende bringe. Ja, ich glaube, Tackle, das Wort Tackle kommt aus Football, also aus American Football. Das kann sein. Was ist mit dir passiert? Du wirst ja immer ähnlicher. Liegt das daran, dass ihr eure Erinnerungen miteinander teilt? Yep, ich tue, was sie tun würde. Also ist alles okay. Wir bringen sie besser zurück auf ihr Zimmer. So, und Kargon schreibt, erstmal herzlich willkommen übrigens bei uns in der Community. Schön, dass du zu uns gefunden hast. Kargon schreibt, denkst du, es gibt eine Collector's Edition von Digimon Survive? Bisher ist dazu noch nichts bekannt. Ich habe da bei Bandai schon tatsächlich nachgefragt gehabt. Also von der Collector's Edition weiß man noch nichts. Sollte eine rauskommen, werdet ihr von mir das als erstes erfahren. Dann werde ich das auf jeden Fall Bescheid bekommen. Aber es kann, also sehr unwahrscheinlich, dass eine kommen wird. Sonst wäre die doch schon da. Geflashen, weiß ich nicht. Die digitalen Vorbestellungen gibt es auch noch nicht. Du kannst, du kannst Digimon Survive auch noch nicht digital kaufen aktuell. Ja, Digimon ist super underrated. Also es wird immer mehr. Ich merke, dass das Interesse wieder wächst. Ich sehe das auch an meinen Views. Es gibt sehr viele Leute, die sagen, ey, als Kind hat mich Digimon gebockt. Jetzt, dann war ich lange Zeit lang nicht mehr dabei. Und jetzt durch die Lore-Videos habe ich wieder Bock gekriegt. Das höre ich sehr, sehr häufig. Und ich werde auch alles in meiner Macht Liegende tun, um Digimon weiter voranzudrücken. Ne? Ganz klar. Digimon ist halt einfach super underrated, hat so viel Potenzial, wird aber noch nicht voll ausgeschöpft. Und Black Shadow, Dankeschön für deinen Sub, Dankeschön für deinen Support. Stärkere Gamepräsenz, ja, aber ich halte mittlerweile die Aussage, dass Pokémon die besseren Spiele macht, zum Beispiel für einen Mythos. Zum Teil stimmt es, da die Spiele zugänglicher sind oder waren, aber ich denke, dass man heute das nicht mehr ganz anwenden kann. Ich finde heutzutage die Digimon-Spiele besser als die neuen Pokémon-Spiele. Das kann sich natürlich mit dem nächsten Spiel ändern, das sieht sehr cool aus. Aber ja, mal abwarten. Vielleicht wird Digimon Survive auch richtig krass und dann, ja, zieht Digimon wieder hinterher. Kann natürlich sein. Wahrscheinlich, aber ich kann auch nicht lange auf den Beinen bleiben. Na toll, Erika ist K.O. Du hast bisher gute Arbeit geleistet. Bitte behalte sie weiter im Auge, Wormon. Kein Problem. Und ich werde auch die Verschlingerbitte einsetzen. Was würden wir nur ohne dich tun? Ich weiß, das ist vielleicht nicht der passendste Moment. Könntest du nach den Fällen an der Anschlagtafel sehen, wenn du Zeit hast, Belias? Also, wir sollen ja mal uns die Sidequests anschauen. So viel wie immer los ist, weiß ich gar nicht, ob noch Aufträge eingehen oder nicht. Ich möchte, dass Hoodie erfolgreich bleibt, bis Ryuji zurückkommt. Ja, und da beginnt Kapitel 17 nun endlich offiziell nach der langen Cutscene. Das heißt, wir speichern jetzt erstmal. Wir machen alle Sidequests, die dringend notwendig sind, um die wir nicht drumherum kommen. Alles andere heben wir uns auf, denn die können wir auch machen, nachdem die Story durch ist tatsächlich. Erstmal ins Digilab. Uchiha ist auf der Brücke. Habe ich Uchiha in Kapitel 16 mitgenommen? Ich glaube legit nicht. Belia ist irgendwann im Hauptsitz von Digimon. Das wäre richtig krass. Und Kargon fragt, hast du schon mal ein Digimon-Ranking gemacht? Also von den Serien aus, dass man die verschiedenen Digimon-Staffeln bewertet, also ein Rank, so eine Tierlist. Noch nicht, ist aber in Planung. Ja, Akihabara Power Area. Ja, das ist, ich glaube, das ist durchgegangen. Und das war es mit 100%. Naja, es ist jetzt nichts, was einem ein Item gibt, was man so nicht bekommen würde. Ich meine, ich kann auch hingehen, speichern. Schon sind es keine 100% mehr. Nein, das stimmt nicht, Ginger. Das ist nicht richtig. So, und Kargon, Dankeschön für deinen Follow. Und auch Dankeschön für deinen Sub, den du direkt raushaust. Und Arcade Max, ich heiße dich herzlich willkommen hier in der Community. Schön, dass du einschaltest. Morgen, ich bin damals nach Data Squad aus dem Franchise raus, habe aber wieder Lust reinzukommen. Aber wie ging es da eigentlich weiter, fragt Arcade Max.
Nach Digimon Data Squad kommt Digimon Cross Wars. Das empfehle ich dir, wenn du es anschauen willst, es ist sehr speziell, empfehle ich dir auf jeden Fall auf Japanisch zu gucken. Dann hast du die Möglichkeit noch in Digimon Adventure, das Reboot, Digimon Adventure Reboot 2020, das kannst du dir auch anschauen, das kam quasi dann danach. Und danach kam auf jeden Fall Digimon Ghost Game ist jetzt das aktuellste, wenn man so möchte. Richtig, warum hast du eigentlich den Digimarkt zerschlagen? Weil ich das von der Moral her am sinnvollsten fand und weil der Digimarkt sowieso useless ist. So, er müsste noch da sein. Ja, wir schauen mal, ob er jetzt noch da ist. Wenn nicht, laden wir die Speicherung. Wir machen jetzt Folgendes, Freunde. Wir machen jetzt einmal hier, so, den hier. Und jetzt gehen wir einmal gucken, ob der noch da ist. Und wenn er nicht da ist, ja, dann gehen wir nochmal back to building. Genau, die Digimon Adventure Tri-Filmereihe kann man sich auch geben. Und den Digimon Adventure Last Evolution Kizuna-Film, den kann man sich auch angucken. Den kann ich auch empfehlen, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe, aber der soll storytechnisch sehr gut sein. Ich habe mir ja eine Zusammenfassung durchgelesen. Bisher. Muss ich ja für meine Videos, damit ich weiß, was da passiert. So, dann gehen wir erstmal raus hier. Ja, wenn du lieber Japanisch guckst, perfekt. Digimon Cross Wars, da musst du wirklich open-minded sein. Da musst du wirklich, wirklich bereit sein, Neues zu akzeptieren. Denn es weicht sehr stark vom Digimon-Norm ab. Gibt es eigentlich verfluchte Digimon? Theoretisch einige, wenn man so möchte. Die sieben Dämonenkönige sind ja mehr oder weniger verflucht. Aplimon ist ja kein Digimon, ist halt ein Digimon-Spin-Off. Den kann man sich auch geben, wenn man möchte. Aber da musst du echt bereit sein, das Schlimmste zu entgegenzunehmen. Bailey, ich habe uns mal die Erdbeeren rübergeholt, weil ich dachte mir... Ja, kann man ruhig mal nebenbei snacken, hast du recht. Aber wir bräuchten dringend was zu trinken, Nami. Könntest du irgendwas zu trinken holen? Das ist leer. Virus könnte man auch als verflucht sehen, richtig. So, wir gucken jetzt nochmal. Akihabara war das auf jeden Fall, ne? Das Zauberwort heißt Abracadabra. So. Stay hydrated, richtig. Müssen wir auf jeden Fall gleich auch. Nami holt schon was zu trinken. Sehr nice. Wir haben jetzt leider nichts Kaltes mehr, aber passiert. Danke dir, Nami. Erstmal was trinken und dann gucken wir nochmal nach Victory. Es kann sein, dass er noch da ist. Ich werde heute Abend, wenn der Stream rum ist, wenn wir keine Zeit mehr haben, oder keinen Nerv mehr haben, noch Erdbeeren zu essen. Deshalb dachte ich. Ja. Hol ich den mal rüber. So, Beschleunigung. Und Zephyroth-Son. Schön, dass du einschaltest. Dankeschön für dein Follow. Hast du neu geladen? Nee, ich gucke jetzt erstmal so, weil die Leute sagen, der müsste noch am Start sein. Ja, den Discord-Server kannst du einfach so joinen. Da muss man kein Abonnent sein oder sowas. Da kannst du auch mit anderen Gleichgesinnten über Digimon schreiben, über Pokémon, Final Fantasy, Dragon Quest, JRPGs im Allgemeinen, Animes, alles Mögliche. Ja, du sagst auch manchmal viel und dann stimmt's nicht geflasht. Das hatten wir doch auch schon, wo du mir den falschen Guide rausgesucht hast. Dir habe ich doch auch eine Chance gegeben, als du mir den falschen Guide rausgesucht hast. Jetzt muss man auch mal hier schauen, was hier Phase ist. Wir schauen jetzt einfach mal. Wo müsste der normalerweise stehen? Weiß das einer auswendig? So, schauen wir mal. Jo, alles fit bei uns. Ja, und Atze, AZTK, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Und ja, bei mir ist alles super. Ich hoffe, bei dir auch. Jetzt müssen wir echt mal gucken, ob der Victory hier irgendwo rumsteht. Wenn nicht, müssen wir mal schauen. Ich habe ihn behalten. Wen hast du behalten? Ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst, ganz ehrlich. So, schauen wir mal. Hier ist der Weg zu Ende. Hier geht's noch lang. Wir müssen alle Wege absuchen, Leute.
Oh, das ist doch wunderbar. Einen super entspannten Tag gehabt mit Frau, Kind und Schwager. Und Matzekatze, geiler Name übrigens. Schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Dankeschön für dein Follow. Geflaschen sagt, der gab doch die Royal Knights Medaillen in diesem Teil, oder? Möglich. Die habe ich sowieso schon aus dem anderen Game. Also selbst wenn ich ihn jetzt nicht hätte, der gibt einem halt nichts, was missable ist, sondern Sachen, die ich sowieso schon habe. Die zählen nicht in die 100% rein in der Theorie, aber ich will trotzdem sicherheitshalber einmal schauen. Ich weiß halt nicht, wo der hier theoretisch sein sollte. Das müssen wir jetzt gemeinsam rausfinden, wo der theoretisch sein sollte. Hier ist das schon mal nicht. Das ist richtig. In der Grundversion von Cyber Sleuth war das noch missable. Und Gera, schön, dass du einschaltest. Schon nice, wenn man gerade Digimon spielt, etwas nachsucht im Netz und die Webseite dir anzeigt, dass Belios gerade streamt. Genau. Du spielst gerade Next Order. Ich habe gute Neuigkeiten für euch, meine Freunde. Digimon World Next Order, im Endgame werden wir auch die kommenden Tage mal wieder weiterspielen. Das wird den ganzen kommenden Monat regelmäßig kommen. Und Old Asio, schön, dass du einschaltest. Nice, bei mir ist alles fit. Sorry, falls ich dir gerade nicht mehr geantwortet hatte. Ich bin in meinem sehr langen Stream gerade. Was hat das mit dem Abyss-Server auf sich? Der Abyss-Server ist quasi das Postgame von Hackers Memory. Da kannst du ein paar seltene, nice Items farmen. Aber das ist halt komplett optional. Das musst du nicht für die Story machen. Das ist auch das Härteste, was du in Digimon Story machen kannst. Okay, gut, Old Asio. Aber freut mich, dass du heute einen okayischen Tag hast. Muss, schreibst du? Blade the Kid sagt, sind eigentlich Digimon Cyber Sleuth und Next Order im selben Universum wegen Mirei? Nein, Mirei kann zwischen den Universen reisen. Sie ist ein interdimensionales Wesen bzw. ein multi-universales Wesen. Sie kann zwischen den Universen reisen. Techno-Effekt, schön, dass du einschaltest. Herzlich willkommen. Gegen 19 Uhr sind sie alle am Stissel. Das freut mich doch. Mirei ist eine der wenigen, die die Möglichkeit hat, zwischen den Dimensionen hin und her zu gehen. Brutaler Prinz sagt, habe mein wahres Ich gezeigt bei dir in Facebook. Ich weiß es nicht. Ich gucke selten in Facebook. Kann sein. Wie lange streamst du heute? Wahrscheinlich bis 0 Uhr um den Dreh. 60 Leute am Start. Wahnsinn, Leute. Was macht ihr nur? Wir finden immer noch nicht Victory. Victory Uchida. Kann sein, dass der hier Gonorino ist. Falls ja, dann ist es so. Aber ist nicht hundertprozentig notwendig für den 100%, weil der nichts droppt, was missable ist. Ich mache heute Late Night. Ihr habt es beim letzten Stream, haben ein paar Leute gesagt, Leute, ich spende hier rein, Billy, ich hau ein paar Subs raus, wenn du mal ein paar Streams in Überlänge machst zwischendrin. Und genau das erfülle ich jetzt gerade. Das mache ich jetzt. Habe ich gesagt, mache ich, werde ich machen und zwischendrin werden wir das einfach mal bringen. Gerade auch bei meinem nächsten großen Monster-Taming-Projekt, was sehr underrated ist. Vielleicht das most underratedste Monster-Taming-Spiel aller Zeiten, meiner Meinung nach. Neben Dragon Quest Monsters. Und zwar World of Final Fantasy. Das werden wir auf jeden Fall als nächstes Spiel streamen. Und da wird auch immer zwischendrin Abwechslung geben. Macht euch keine Sorgen. Hier, Bailey, gönn dir eine Erdbeere. Dankeschön. Kann ich dann kurz nicht quatschen. Ganz kurz einen Augenblick, ich esse eine Erdbeere. Ja, weil Billy braucht ein paar Vitamine. Genau, für Energie. Wenn du einen ganzen Tag lang streamst, was ich will. Nö, nicht einen ganzen Tag. Aber einen ganzen Stream lang. Ach Gott, ja, Geflächen. Einen ganzen Stream lang, das kann man sogar machen. Sowas kann man immer mal machen von Zeit zu Zeit. Aber das hast ja du nur als Zitat genommen und nicht ernst gemeint. Also, hier, Anführungsstriche, dies, das. Brutaler Prinz, wunderbar. Wir haben eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt mit Verwandten. Wir waren auf einem Geburtstag eingeladen. Und wir waren... Wer sagt, das war nicht ernst? Geflaschen, es kommt auf das Spiel drauf an. Sag mir vorher das Spiel und dann sage ich dir, ob ich es mache. Aber kann man auf jeden Fall bestimmt mal machen. Genau. Wir waren auf einen Geburtstag eingeladen. Wir haben Freunde getroffen. Wir haben Verwandte getroffen.
Wir haben vor allem auch einen Brettspielabend gemacht, einen sehr schönen. Naja, geflöschen. Ich sagte, wie das läuft. Wenn du willst, dass ich ein Spiel spiele, muss ich ja wissen, ob das sich rentieren wird oder nicht. Also muss es schon was Witziges sein. Es muss ja jetzt nicht Digimon bezogen sein oder whatever, aber es muss zumindest was Witziges sein. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. Ich glaube, wir spielen an der Stelle einfach mal weiter. Letztens wurde mir irgendein Handygame angezeigt, irgendwas Flutter, irgendwas mit so einem Motten. Und dann dachte ich mir auch, so geil, perfektes Game für Beli. Ist so. Beste Motten ever. Monopoly Digimon Edition, das wäre. Beli hasst Dings. Ja. Nachtfalter. Nee, ich bin absoluter Nachtfalter-Schisse. Also nicht Schisse, aber ich ekel mich vor Nachtfaltern, soll ich mal so. Nee, das hieß tatsächlich irgendwas Flutter und dann irgendwas, irgendein zweiter Titel war das noch. Richtig. Und jetzt trinke ich kurz, was wollte ich sagen? Ich esse kurz eine Erdbeere. Ich esse kurz eine Erdbeere. Yo, und ich überbrücke seine Erdbeere mit so. Schweigen. Nein, mit Schweigen. Und Ibrahim, schön, dass du einschaltest. So ähnlich geflaschen. So ähnlich. So wie sich das gehört. Genau, und Arcade Max schreibt, wie ist eigentlich das Digimon Card Game? Also ich muss sagen, das Digimon Card Game ist ein wirklich gutes Kartenspiel. Ich bin jemand, der mit Sachen aufgewachsen ist wie Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon-Karten und ich muss sagen, dass Digimon Card Game absolut mithalten kann und nicht so überladen ist vom Text wie aktuelle Yu-Gi-Oh!-Karten zum Beispiel. Die Regeln sind nicht so monoton. Es ist ja zum Beispiel bei Yu-Gi-Oh! So, dass man einen Monolog führt, während der andere zuschaut. Ja, es ist kein Dialog, wie ein Kartenspiel sein sollte, ein Hin und Her, sondern eher wie ein Monolog. Und das bedeutet, bei Yu-Gi-Oh! Spielt jeder gefühlt für sich. Und der andere muss dann 10 Minuten zuschauen. Das ist bei Digimon Card Game nicht so. Beim Digimon Card Game ist es auf jeden Fall so, dass es sich anfühlt, als ob man nach jeder kleinen Niederlage nochmal die Chance hat, aufzuholen sozusagen. Es lohnt sich wirklich. Das Kartenspiel ist gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde Erdbeeren super lecker. Aber ich finde auch, man braucht die gar nicht zuckern. Die sind schon süß genug, finde ich. Also, ja, Zucker in einer Erdbeere ist ja schlecht eigentlich. Ja, Leute, sagt mal, soll ich reloaden? Ich reloade mal kurz einmal und guck, wo ich zuletzt gespeichert habe. Ich reloade ganz kurz und guck, wo ich gespeichert habe. Ich kann ja die Cutscenes wegdrücken. Ja, da sind viele Benutzer auf meiner Switch. Die werden aber nicht benutzt, die Benutzer, lul. So, schauen wir mal. Also, wenn ihr Erdbeeren öfters mal ohne Zucker esst, gewöhnt ihr euch da auf jeden Fall voll dran. Die sind schon süß genug an sich. Moment mal, wir gucken mal, wo wir zuletzt gespeichert haben. So ein Erdbeerbecher wäre jetzt was, sagt Ratna. Ist so. Blade the Kid sagt, die Erdbeere ist ja eigentlich keine Frucht, sondern eine Jungnuss. Oh, interessant, wusste ich gar nicht. Eine Jungnuss, okay. Ja. Und Technoeffekt gönnt sich eine Pücklermische. Guten Appetit. Ich habe jetzt gerade ernsthaft Erdbeerreis gelesen, aber Ginger meint Erdbeereis. Ja, den guten alten Erdbeerreis, man kennt ihn. Zurück zum Empfang. So, Kane sagt, ich hoffe sehr auf ein Digimon Card Game für Konsolen, PC. Man kann es ja nicht alleine spielen. Richtig, genau. Ich weiß genau, was du meinst. Zum Beispiel, ich lebe in einer Gegend, wo ich theoretisch die Möglichkeit habe. Es gibt hier 2 Card Stores, die eifrig Digimon Card Game spielen, die fast nur Digimon Card Game spielen. Aber mein Problem ist, ich habe auch nicht die Zeit, vor Ladenschluss da in den Laden zu gehen, um Karten zu spielen. Einfach aus beruflichen Gründen und natürlich auch wegen dem Stream und alles. Und von daher ist das halt für mich nicht so wirklich eine Option. Das heißt, ich müsste das mit einem Freundeskreis machen, wenn wir mal nicht... Da sind wir auch schon in Kapitel 17, ne?
Das heißt, ich habe im Prinzip verkackt, kann das sein? Sind wir hier auch in Kapitel 17? Ja. Ja, dann habe ich im Prinzip da auf jeden Fall verkackt. Ja gut, dann machen wir das einfach so. Wir laden wieder die Speicherung, wo wir schon fertig waren mit der Cutscene, dies, das. Und spielen einfach weiter. Gab es halt eine kleine Unterbrechung. Ist ja nicht schlimm. Es gibt da nur Items, die man mal so kriegen kann, die aber nicht missable sind. Doch, das ist vollständig geflaschen. Der Chat hat immer recht, der Chat hatte noch nie recht. Kappa. So, dann schauen wir mal. So, ich habe letztens Renamon, Kyubimon und Sakuyamon gezogen. Mir fehlt nur noch Taomon. Dann hast du die Line vollständig. Sehr cool. Brutaler Prinz, ich weiß nicht. Poste, sag nur ruhig nochmal. Ich habe keine Ahnung, was die Frage vorhin war. So, Hochsicherheit. Welche sind deine Lieblings-Digimon? Fragt Kagon. Also ich könnte jetzt nicht alle aufzählen, aber ich habe ein paar, die ich auf jeden Fall dir nennen könnte. Mein Lieblings-Digimon of all time ist Vidramon. Ist auf jeden Fall Vidramon. Also Vedramon, die alternative Champion-Digitation von Vemon aus dem Digimon-Manga Digimon Adventure V-Tamer 01. Und ich bin ein sehr großer Fan von Arcadimon. Das ist auf jeden Fall auch etwas, das ich sehr feiere. Ansonsten mag ich noch sehr die ganze Kabuterimon-Reihe, also bis hoch zu Herkules Kabuterimon. Gibt es den Spiralturm noch? Den Spiralturm? Kommt drauf an, Spiralberg, Spiralturm, kommt drauf an, in welchem Anime oder welchem Spiel du meinst. Hier in dem Spiel nicht.